In der Regel ist es ja so, dass Sie das Ranking nicht auf einem zentralen Datenbestand durchführen, sondern das sind Datenquellen, die Sie per Internet anzapfen können. Ja? Denken Sie zum Beispiel an Amazon. Bei Amazon können Sie zum Beispiel die Anzahl Sterne der Bücher anzapfen. Aber Amazon gibt Ihnen nicht die ganze Tabelle, sondern Sie können nur zu einem gegebenen Buch ermitteln, wie viele Sterne es hat. Bei Google können Sie zu einer Webseite eines Buchs ermitteln, welchen PageRank sie hat. Ja? Also Google wird Ihnen nicht alle PageRanks aller Seiten geben. Das ist ja deren Betriebsgeheimnis oder Betriebsvermögen. Ja? Also die rücken das nicht alle, nicht immer vollständig raus. Was Sie allerdings bei Amazon bekommen können, sind die Top 100 oder vielleicht sogar Top 1000 oder so. Bücher. Da aber nicht nach Anzahl Sterne, sondern nach Anzahl Verkäufe. Ja? Gehen analog gehen wir mal davon aus, wir haben diese Möglichkeit hier auch. Wir können durch die Tabellen, also diese Tabellen seien mal irre groß, so wie es im Internet in Big Data Anwendungen der Fall ist. Ja? Hier ist das nicht so der Fall, aber ich habe das ja auch hier nur aus akademischen Gründen oder für Ihre Lebensplanung hier eingefügt. Ja? Also, nehmen wir an, wir können hier sortiert durchgehen. In sortierter Reihenfolge. Das alleine reicht uns noch nicht. Ja? Also wir würden dann von dieser Datenquelle Mietspiegel ermitteln, dass Garching die günstigsten Mieten hat. Und danach können wir hier einen sogenannten Random Access machen. Auf den anderen. Auf die andere Datenquelle und ermitteln, welche Kindergartengebühr in Garching anfällt. Ja, das heißt, wir kriegen dann hier, nehmen wir an, Sie sind hier unterwegs und wollen für ein Kind das hier nur haben, also Miete plus Kindergartenbeitrag. Dann würden wir hier den Eintrag 1050 bekommen. Gleichzeitig haben wir hier auch Grünwald schon als ersten, als besten Kindergartenbeitrag. Und können jetzt mit einem Random Access ermitteln, welche Miete in Grünwald zu zahlen ist. 1700. Dann würden wir also hier für die Ein-Kind-Familie Grünwald mit 1600 eintragen. Das hier ist das Zwischenergebnis nach Phase 1. Und wir tragen hier in Phase 1 auch ein Threshold ein. Wir haben jetzt noch nichts anderes gesehen. Also all das hier haben wir noch nicht gesehen. Also das ist uns unbekannt, außer dem Random Access Zugriff. Ja, habe ich vielleicht zu viel ausgeblendet. Ja, aber Sie sehen es ja immer noch. Also, mache ich das da, ja, ich habe kein Radiergummi hier, aber ich kann es hier mit Rot markieren, dass wir den hier auch gesehen haben und wir haben den Eintrag hier gesehen. Ja, und jeweils den ersten. Und jetzt wird hier ein Threshold eingetragen in das Zwischenergebnis. Wie kommt der zustande? Warum kann ich hier ein Threshold von 700 eintragen? Ja. Das ist Garching plus Grünwald. Ja. Was bedeutet das logisch? Das ist das Minimum, was überhaupt möglich ist. Das ist das Minimum dessen, was jetzt von jetzt an noch möglich ist. Weil keiner ist in der Miete billiger als Garching und keiner ist im Kindergarten Beitrag billiger als Grünwald, ja? Weil die ja sortiert sind, geordnet, ja? Also hier der Mietspiegel ist sortiert nach Miete und der Kindergartenbeitrag ist auch sortiert nach Kindergartenbeitrag, ja? Aufsteigend. Und Sie kriegen dann schon die Idee, wir können hier aufhören mit der Auswertung, sobald dieser Threshold jenseits der Top N angekommen ist. Ja? Hier können wir nicht aufhören, weil wir sind an Top 1 zum Beispiel interessiert, aber der Threshold liegt bei Top 1. Ja? Wenn auch nur einer oberhalb des Thresholds wäre, dann können wir aufhören. Ja? Also gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Phase 2 dieses Algorithmus sagt aus, okay, ich schaue mir jetzt den nächsten an auf jeder Seite, Ismaning. Und ermittelt zu Ismaning den Kindergartenbeitrag. Das heißt, Ismaning kommt hier mit 1100 rein. Und unter Föhring
kommt hier mit 1000 rein. Die haben wir ermittelt und der Threshold ist leider immer noch ganz oben. Ja, weil das Beste, was jetzt noch kommen kann, ist tatsächlich 900. Der Kindergartenbeitrag von Unterföhring und die Miete von Ismann. Wir wissen ja nicht, was jetzt noch kommt. Ja, das Beste, was kommen kann, ist 900. Okay, jetzt der dritte Schritt, Phase 3. Da nehmen wir Unterföhring und Bogenhausen, die werden eingetragen und jetzt wandert der Threshold tatsächlich nach unten. Das heißt hier, der Threshold liegt jetzt bei 1100. Ja? Der Threshold liegt bei 1100, das heißt, welche Ergebnisse darf ich ausgeben? Top 1 darf ich ausgeben, das ist Unterföhring. Was darf ich noch ausgeben? Top 2 darf ich ausgeben. Was ist mit Top 3? Kann ich noch nicht endgültig sagen, weil das ja sein. Das heißt, die Goldmedaillengewinner kann ich noch nicht ausgeben. Die Bronzemedaillengewinner darf ich noch nicht ausgeben. Ich könnte noch weitere geben, ja? Deshalb, ja, eigentlich dürften Sie hier schimpfen. Den Threshold hätte ich hierhin machen müssen. Ja, eigentlich. Ja, der Threshold müsste eigentlich vor Ismaning einsortiert werden. Ja, weil Top 3 darf ich noch nie ausgeben. Aber Top 2 darf ich. Das wäre Top 2. Okay, das war der Algorithmus, bei dem ich auch diesen Random Access zulasse. Wie sieht es aus, wenn ich diesen Random Access nicht habe? Also viele Datenquellen geben Ihnen diesen Random Access gar nicht. Ja, wo Sie ihn wirklich nur sortiert runterlaufen dürfen. Ja, dann kann man diesen Algorithmus auch anpassen. Aber Sie sehen hier, für das Top 2 habe ich hier, um das nochmal zu betonen, diesen ganzen Teil, der hier ab hier kommt, in diesem riesen Datenwust. Also das sind ja noch Millionen von Einträgen oder so, ja? Wenn man so mit Big Data zu tun hat, ja? Also diese Millionen von Einträgen habe ich mir nicht mehr angeschaut. Ja? Habe trotzdem die Top 2 ermittelt. Aber wie sieht es denn aus, wenn es ein Algorithmus, wenn die Datenquellen, die ja typischerweise im Internet zur Verfügung stehen, wenn ich die gar nicht so proben kann, wenn der Random Access nicht möglich ist, ja, sondern ich nehme an, Sie haben eine Top-Seller von Amazon, die können Sie nur sortiert bekommen. Aber Sie können nicht zu einem Buch fragen, welchen Sales Rank das hat. Doch, das kann man bei Amazon tatsächlich. Aber nehmen wir an, das ginge mal nicht. Also hier nehmen wir an, das geht nicht. Viele Datenquellen verhalten sich auch so. Sie können hier nur sequenziell durchgehen. Datenquellen sind aber wieder riesig groß, ja, Millionen oder Milliarden von Einträgen zu den Objekten, die hier bewertet werden. Das geht dann trotzdem, diesen Algorithmus nennt man No Random Access, NRA. Also jetzt schauen wir uns den ersten Zugriff an, Garching hier und Grünwald hier. Dann wird es wie folgt eingetragen. Garching mit 700 und Grünwald mit 700. Warum? Und der Pfeil hier nach oben bedeutet, das Ergebnis ist noch nicht fix. Das ist eine Hochrechnung. Das ist nicht mal eine Hochrechnung. Das ist eine untere Schranke. Eine untere Schranke. Ja? Bedeutet, Garching hat mindestens 700 Kosten und Grünwald hat auch mindestens 700 Kosten für eine einköpfige, nein, eine dreiköpfige, ja, je nachdem, für eine Familie mit einem Kind. Ja, kann auch eine zweiköpfige Familie sein. Gut, okay. Also, nächster Schritt, schaue ich mir die Zweitplatzierten jeweils an. Dadurch kriege ich jetzt Ismaning dazu und Unterföhring. Warum wandert jetzt dieser Wert von Garching und von Grünwald jetzt um 100 nach oben? Ganz einfach, weil ich jetzt weiß,
Also, warum wandert der Wert von Garching um 100 nach oben? Weil ich weiß, dass Garching einen Kindergarten hat mit mindestens Kosten von 0. Ja, und warum wandert der Wert von Grünwald um 100 nach oben? Weil ich weiß, dass die Miete in Grünwald mindestens 900 beträgt. Gut. Ja, die wandern also beide um 100 hoch, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ja, darum ging es mir. Vielleicht hätte ich das Beispiel anders konstruieren sollen, wo dann auch wirklich unterschiedliche Werte hier resultieren. Okay, analog unter Föhring. Jetzt kommen wir zu Phase 3. In Phase 3 haben wir jetzt Garching bei 900, weil wir jetzt wissen, dass Garching mindestens 100 für den Kindergarten verlangt. Und wir haben Grünwald mit 900, weil wir wissen, dass Grünwalder Mieten mindestens 1.000 Euro betragen. Und wir haben jetzt tatsächlich zum ersten Mal einen vollständigen Wert. An dieser Stelle Unterföhring hat hier einen vollständigen Wert, weil es in beiden Datenquellen schon gesehen wurde. Der Wert ist abgehakt. Aber er steht nicht ganz oben, er steht noch unten. Das heißt, wir können Top 1 noch nicht ausgeben. Also Top 1 können wir noch nicht ausgeben. Wir können Top 1 erst ausgeben, sobald... Wann dürfen wir Top 1 ausgeben? Sobald kein Zwischenergebnis mehr davor steht. Also kein Zwischenergebnis besser ist. Besser ist? Besser oder gleich ist. Ja, besser oder gleich. Also wir dürfen den Top 1 erst ausgeben, wenn alle Zwischenergebnisse schlechter sind. Ja? Okay. Und je nachdem, ob wir gerecht sein wollen. Ja? Also hier... An dieser Stelle haben wir den Fall, dass Unterföhring 1.000 hat, Garching auch 1.000. Ich meine, das können wir hier schon ausgeben als Top 1. Wir dürfen es aber nicht markieren als das alleinige Top 1. Ja? Unterföhring ist zu diesem Zeitpunkt mindestens Top 1. Aber Unterföhring hat zu diesem Zeitpunkt die Goldmedaille gewonnen. Aber es ist nicht klar, ob nicht noch ein anderer eine Goldmedaille bekommt. Ja? Ismaning kann es nicht sein. Der Einzige, der sein kann, ist Garching. Ja? Also wir können Unterföhring schon ausgeben als ein Element des Top 1. Nur dürfen wir nicht sagen, das war alles in Top 1. Okay, das war es zu den Top N-Algorithmen, die im Datenbankbereich, also Top-N-Algorithmik, eine ganz wichtige Rolle spielt, weil wir hier riesige Datenquellen haben und das Ranking über unterschiedliche verteilte Datenquellen bewerten müssen, in denen zig Objekte bewertet sind nach Einzelkriterien. Und die müssen dann zusammengeführt werden. Ja? Diese Algorithmen kann man noch beliebig verfeinern. Man könnte hingehen und sagen, okay, wir gehen da unterschiedlich schnell durch auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja. Also zum Beispiel hier bei diesem Algorithmus mit den Random-Zusätzen. Ja, da könnte ich ja sehen, die Mieten sind ja viel teurer. Bei einer einköpfigen oder Ein-Kind-Familie spielen die Mieten eine viel größere Rolle als der Kindergartenbeitrag. Deshalb könnte ich sagen, okay, ich gehe durch die Miete schneller durch als durch den Kindergartenbeitrag. Ja, das wäre möglich, das so auszutarieren. Wenn Sie sehen, dass irgendetwas dominiert. Ja? Aber das sind Varianten, die es dann noch auszuprobieren gilt. Wir kommen jetzt zu einem anderen Decision Support oder Ranking Prinzip. Das ist die Skyline. Das wurde sogar von meinen Doktoranden erfunden und hat dann ziemlich Furore gemacht, dieser Operator, der aber den Wirtschaftswissenschaftler, viele von ihnen sind ja Wirtschaftswissenschaftler, unter dem Namen Pareto Optimum schon als in der Schule bekannt wurde, ja, oder?
Aber im Datenbankbereich hat man den Namen, kennt man den Namen Skyline besser. Warum? Das Originalpaper ist über 10 Jahre alt und da ist auch eine Skyline abgebildet in dem Originalpaper, und zwar die von New York City natürlich. Fällt er mir als erstes ein, und da sind natürlich die World Trade Center. Das heißt natürlich, also es ist mehr als 10 Jahre alt, das Paper. Ja? Da sind auch die World Trade Center Tower drauf. Und warum heißt es Skyline? Das ist jetzt wieder so eine Frage wie mit Goldmedaillen und Silbermedaillen. Welches Haus, wenn Sie auf dem Hudson River oder am East River mit dem Boot unterwegs sind, ja, welche Häuser sehen Sie? Große sehen Sie, ja? Das stimmt aber nicht. Sie sehen auch kleine. Bitte? Ja, was muss gelten, damit ich ein Haus sehe? Das ist entweder weiter vorne oder größer. Das hier. Was muss gelten? Entweder weiter vorne. Also von dem vordersten Haus, die oberste Kante, wenn man da eine Linie zum Blickpunkt macht, dann muss es drüber bleiben. Aha. Ja, gut. Ich will jetzt nicht so die Perspektive noch mit reinbringen, aber es muss gelten, es wird nicht dominiert von einem anderen Haus. Und dominiert wird ein Haus, wenn das andere entweder was ist, genauso groß ist und näher steht, oder auch größer sein kann. Ne? Ja. Okay, und das ist hier jetzt gezeigt. Also hier gehen wir aber nicht nach Maximum vor, sondern nach Minimum. Ja? Also hier wollen wir das, die Minimale. Übrigens, die Skyline spielt auch eine schöne Rolle bei der, darauf ist es auch oft angewendet worden, weil wir jetzt gerade die Finals im Basketball sind. In Deutschland sind sie ja schon abgeschlossen. Bamberg hat ja mal wieder nichts Neues gewonnen. Und in Amerika, wie sieht es da aus? Wissen Sie das? Bitte? Ja, wo kann man das schauen? Außer in der Champions Sports Bar im Marriott Hotel. Ist das hier, wird das in Sky übertragen? Oder? Ja. Okay, also die. So, heute Abend ist das entscheidende Spiel. Ich glaube, das ist in Miami, ne? Ja. Okay. Also bei den, wo kommt da die Skyline-Bewertung bei den Basketballspielern? Wo kann man die, wie kann man die anwenden? Also Basketballspieler werden in der Regel, genau wie Fußballspieler, nach mehreren Kriterien bewertet. Bei Basketballspielern sind es 3, bei Fußballspielern sind es oft nur 2. Das ist Anzahl Tore und Anzahl Assists bei Fußballspielern. Ja? Thomas Müller ist weit, weit vorne da. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist richtig, aber in der Presse stehen meistens nur diese 2. Wenn Sie auf bundesliga.de die Bewertung von Spielern anschauen, sind da nur diese 2. Anzahl Tore und Anzahl Assists. Das stimmt natürlich, dass dann Manuel Neuer und Holger Badstuber, wenn er wieder gesund ist, schlecht wegkommen. Ja? Okay, bei Basketballspielern sind es 3 Parameter, die in Amerika jedes Kind kennt von seinen Lieblingsspielern. Das ist Rebounds, also Rebounds, Assists, und Baskets, ja, und halt Körbe. Die 3 Parameter sind, glaube ich, relevant. Ja? Und in der Skyline ist man auf jeden Fall, wenn man in einer der 3 Disziplinen ganz oben ist. Ja? Aber man kann auch in der Skyline sein, wenn man nirgendwo ganz oben ist. Ja? Das ist hier gezeigt. Also,
Grünwald ist bezogen auf unseren Kindergartenbeitrag und Mietspiegel. Trotz der horrenden Miete ist Grünwald in der Skyline drin, weil Grünwald wird durch nichts anderes dominiert. Wohingegen Unterföhring ist in nichts super gut, aber es hat einen moderaten Kindergartenbeitrag und eine moderate Miete. Und dadurch dominiert es aber alles das, was hier in der Achse nach oben ist. Ja? Also hier ist Minimum Skyline. Ja? All das wird dominiert. Nymphenburg und Bogenhausen werden durch Unterföhring ausgestochen. Und wer hätte das gedacht? Selbst Garching ist in der Skyline. Ja? Garching ist allein deshalb in der Skyline, weil es in der Miete unschlagbar gut ist. Ja? Was in der Realität sicher nicht mehr stimmt. Ja? Also alle die, die in einer Disziplin top sind, sind immer drin in der Skyline. Ja? Also wenn sie die meisten Tore geschossen haben, sind sie in der Skyline. Das heißt, Kießling ist in der Skyline. Bei Mandzukic ist das nicht mehr klar, dass er in der Skyline ist. Ja? Und Ribéry hat wahrscheinlich die meisten Vorlagen, oder? Das heißt, Ribéry ist wegen der meisten Assists in der Skyline. Und Thomas Müller ist möglicherweise gar nicht in der Skyline, aber in der Top 1, wenn sie Tore plus Assists nehmen, ist er Top 1. Ja? Aber es könnte sein, dass der Top 1 bei einer Ranking-Anfrage nicht in der Skyline ist. Ja? Also die Skyline dient dazu, wirklich die Besten in bestimmten Konstellationen. Also den besten Allrounder zum Beispiel. Der beste Allrounder wären hier wahrscheinlich Unterföhring und Ismanik. Ne? Das wären die besten Allrounder. Und die besten Spezialisten sind hier Grünwald und Garching, ja. Das heißt, die besten Spezialisten sind immer drin, aber so intuitiv auch die besten Allrounder. Ja? Okay, das hat noch nicht in jedes Saatmann-System Einzug gefunden, dieser Operator Skyline. Sie können ihn aber dann auch, also das wäre schön, wenn es den gäbe, weil die SQL-Formulierung ohne diesen Operator, die ist etwas trickreich. Ja? Die ist etwas länglich, leider. Ja? Die ist hier gezeigt. Und die deutet auch darauf hin, die Skyline zu berechnen, wenn das nicht speziell unterstützt wird. Wenn es für diesen Operator keine spezielle Unterstützung gibt, ist nicht so trivial. Es könnte leicht in einen quadratischen Algorithmus münden. Ja? Weil wir haben hier eine Unteranfrage. Hier eine Not-Exists-Unteranfrage. Und innerhalb dieser Unteranfrage gibt es hier eine Korrelation auf diesen Ort, den ich gerade im Visier habe. Ja? Ein Ort ist also in der Skyline, wenn es keinen anderen Ort gibt, der diesen Ort dominiert. Wann dominiert ein Ort? Wann dominiert Dom den Ort K? Wenn es in jeder Beziehung mindestens gleich gut ist. Mindestens gleich gut. Und in einer Beziehung besser. Ja? Also wenn Sie nach N-Dimensionen oder so das machen, müssen in allen N-Dimensionen, muss der Dominante in allen N-Dimensionen mindestens gleich gut sein, aber in einer echt besser. Dann dominiert er. Ja? Das heißt aber, dass alle, wenn das Kriterium hier wegfällt, dann sind beide natürlich. Dann sind sowohl K als auch Dom dann in der Skyline drin. Ja? Aber hier wird verlangt, dass der Dominante in einer Disziplin echt besser ist. Ja? Also das heißt zum Beispiel, wenn Sie hier zwei Fußballspieler haben, hier Tore und hier Assists, weiß gar nicht, wie viele Tore hat der Kießling?
Bitte? 25. Ich meine, er hat 5 Assists. Und hier haben wir jetzt Mandzukic. Ich schreibe es extra etwas hakelig. Wenn der 24 hat, und nehmen wir an, der hätte hier 5, dann wird er von Kießling dominiert. Ja? Hat er hier 6, dann darf er drin bleiben. Ja? Und wenn wir jetzt hier noch jemanden hätten, mit 25, 5, ja? Der bleibt auch drin. Ja? Oder nehmen wir lieber hier 24, 6. Das ist gar nicht Mandzukic, das ist Lewandowski hier. Ne? Egal, sind auch bald alle bei Bayern. Gut, ja? Okay, also das dürfen Sie nicht vergessen. Es wird oft vergessen hier, diese Zeile hier mit dem Oder. Also das mit dem And, das kriegt noch jeder hin. Aber dann kommt hier nochmal ein And und dann hier eine große Oder-Anfrage, bei der... Bei der festgestellt wird, in einer Disziplin muss der Dominierende besser sein. Echt besser. Da reicht es nicht, gleich gut zu sein. Ja? Gut, so etwas haben wir hier nicht. Also Sie sehen, man kann das, also die Algorithmik, um das auszuwerten, die kann zum Beispiel so vorgehen. Derjenige, der am nächsten hier bei der Minimal-Skyline, sonst müssen Sie es invertieren, derjenige, der am nächsten zum Ursprung ist, der ist mal in der Skyline. Der kann ja nicht dominiert werden von irgendjemand anderem. Ja? Und das kann man dann so peu à peu weiter stricken. Also da gibt es ganz viele, da gibt es hunderte von Papern, die die Skyline hier als Gegenstand, die Optimierung der Skyline-Auswertung betrachten und da wirklich interessante Algorithmen hervorbringen. Ich darf Ihnen allerdings auch sagen, wenn Sie ganz viele Dimensionen haben, was Sie angegeben haben, wenn Sie viele, viele Dimensionen haben, dann ist die Skyline wertlos. Wenn Sie 10 oder 20 Dimensionen, nach 10 oder 20 Dimensionen bewerten, dann ist jeder in der Skyline irgendwann. Weil jeder ist irgendwie einzigartig. Ja, das wissen wir ja auch, das sind Menschenrechten oder so. Ne? Jeder ist irgendwie einzigartig und wir müssen nur genug Dimensionen haben. Man nennt das auch den Curse of Dimensionality. Bei der Indexierung spielt das eine große Rolle. Wenn Sie die Anzahl der Dimensionen, nach denen Sie Leute im Raum oder Objekte im Raum einsortieren, nur hinreichend groß machen, dann haben Sie irgendwann keine Nachbarn mehr. Ja? Sie können ja nur dominiert werden von Nachbarn oder so. Ja? Weil ganz, das nennt man Curse of Dimensionality, dass irgendwann ab einer bestimmten Anzahl von Dimensionen sind alle Datenpunkte gleich weit voneinander entfernt. Mehrere, ja, approximativ. Und das passiert hier auch. Wenn Sie 100 Dimensionen haben, dann ist jeder Fußballspieler da drin. Ja? Der am wenigsten läuft, der ist dann in der Dimension Standfestigkeit oder so da drin. Ja? Oder Position halten. Okay, gut. Ja. Das heißt, ja, vielleicht noch das vor der Pause. Online-Aggregation. Was viele Systeme mittlerweile auch anbieten, ist, dass man frühzeitig Ergebnisse schon veröffentlicht. Also bei dieser Anfrage, die haben wir eben auch schon. Sie wollen das Durchschnittsgehalt nach Ort ermitteln. Kommt dann sicher hoffentlich raus, dass die Münchner mehr verdienen als die in Passau, weil die Lebenshaltungskosten hier natürlich auch entsprechend teuer sind. Und viele Systeme machen das dann so, die haben hier München, hier Passau, hier Augsburg, hier vielleicht Nürnberg und die würden Ihnen dann hier sehr früh schon ein approximatives Ergebnis geben und hier vielleicht noch eine Abweichung, ja, und hier analog. Hier analog. Also die würden hier sagen, was weiß ich, 100, hier 50, hier vielleicht 80. Mit Abweichung, ja. Und
Nürnberg kann ja nicht so teuer sein. Nürnberg, machen wir so. Okay, ja? Und diese Error Bars, die werden dann immer kürzer, desto länger das System läuft. Ist wie Hochrechnungen, ja? Sie erinnern sich ja vielleicht noch daran, dass Edmund Stoiber ja schon mal in ein Flugzeug gestiegen ist, in der sicheren, in der Gewissheit, in der vermeintlichen Gewissheit, der nächste Kanzler zu sein. Als er dann in München gelandet ist, war er der große Verlierer. Ne? Also solche Hochrechnungen können natürlich falsch sein. Können sogar beliebig falsch sein, wenn der letzte Angestellte, den Sie hier drauf addieren, der Vorstandsvorsitzende ist. Ja? Oder dergleichen. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel hier bei München Siemens Durchschnittsgehälter oder regieren und erst ganz zum Schluss kommen die ganzen Manager. Das heißt, Sie müssen dafür sorgen, dass Sie wirklich auch zufällig auf die Daten zugreifen und nicht erst die Niederqualifizierten oder so aggregieren. Das heißt, Sie müssen wirklich zufällig auf die Daten zugreifen. Und das ist gar nicht so einfach, ja? Dann Random Sample am Anfang zu haben. Nee, hier geht es darum, dass Sie tatsächlich nicht die ganze Datenbank gelesen haben, sondern Sie greifen sich die ersten, was weiß ich, 20 Angestellten aus München und geben schon deren Durchschnittsgehalt raus, bevor Sie die anderen 20.000 aggregieren, ja? Ja, das habe ich schon verstanden, aber wie das dann den Benutzer weitergegeben wird. Ja, durch genau diese Schnittstelle. Ja, genau diese Schnittstelle. Genau, nein, das System läuft weiter. Sie kriegen ein Initialergebnis, da ist der Error-Bar natürlich entsprechend groß. Ja? Und dann kommt später noch mehr raus. Ja, das Ergebnis wird dann, der Error-Bar schrumpft immer weiter, ja? Also Sie würden dem Nutzer natürlich auch hier sagen, das basiert auf einem Promille der Daten, auf einem Sample von einem Promille. Ja, der kommt kontinuierlich. Während das System läuft, werden die Werte abgedatet und werden verfeinert. Ja? Okay. Gut, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause bis 5 vor. Also das nächste Thema, natürlich auch im Zusammenhang mit Big Data, ist Data Mining. Bei den bisherigen Anfragen ist es so gewesen, also hier hat man als OLAP oder Decision Support Systeme eingeordnet. Bei diesen Anfragen würde man sagen, man geht zielgerichtet. Zielgerichtete Suche. Das heißt, Sie wissen, was Sie suchen, Sie stellen die Anfragen in SQL mit Data Cubes und so weiter und es wird ausgewertet. Und die Sachen werden in der Regel über SQL gemacht. Wenn man das Data Warehouse sowieso schon hat oder die Big Data, die gesammelt wurden, das weiß ich, Google hat sicher sehr mit die größten Daten eines zivilen Unternehmens, dann kann man diese Daten auch nach bislang unbekannten Zusammenhängen durchforsten. Ja, bei den OLAP-Anfragen müssen Sie ja wissen, wonach Sie suchen. Sie verdichten die Daten. Bei Data Mining sucht man manchmal aber auch die Nadel im Heuhaufen oder man sucht nach Sachen, insbesondere Korrelationen,
die man bislang nicht erkannt hatte und nicht für möglich gehalten hatte. Ja? Dann muss man nachher natürlich immer noch suchen, schauen, dass diese Korrelation auch tatsächlich, ja, Korrelation heißt nicht Kausalität. Ja? Sie kennen das berühmte Beispiel, wo wir schon bei den Kindergartenbeiträgen waren, kennen Sie das berühmte Beispiel, dass die Anzahl der Geburten in Deutschland genauso rapide zurückging wie die, und zur gleichen Zeit zurückging, wie die Anzahl der Störche zurückgegangen ist. Ja? Das ist eine Korrelation, aber keine Kausalität vermutlich. Ja? Aber auch Korrelationen, die keine Kausalitäten beinhalten, zum Gegenstand haben, sind möglicherweise ganz interessant. Ja, und das ist Gegenstand des Data Mining. Data Mining, dazu gibt es hier ganze Vorlesungen. Ich kann das hier nur anreißen, die wichtigsten Methoden Ihnen vorstellen. Wenn Sie da mehr darüber wissen wollen, empfehle ich Ihnen entsprechende Vorlesungen. Fällt oft auch in den Bereich des maschinellen Lernens. Also schauen wir uns mal an, wie ein Versicherungsunternehmen typischerweise Data Mining durchführen würde. Sie haben gesehen, gelesen, Anfang dieser Woche, dass welche Firma jetzt ins Versicherungsgeschäft einsteigt? Wissen Sie nicht? Welche überraschende Firma steigt ins Versicherungsgeschäft ein? Genau die, die ich eben erwähnt habe, Google. Google wird Versicherungsmakler. Keiner weiß so viel über Sie wie Google. Das heißt, wenn Sie öfter in Ihrer E-Mail oder sonst wo kundgetan haben, oh, heute fühle ich mich schlecht oder so, dann werden Sie keine Lebensversicherung bekommen. Ja? Oder wenn Sie Ihren Freunden geschrieben haben, wow, heute bin ich mit 180 über die B11 gebrettert und kein Polizist hat mich erwischt, dann wird Ihre Autoversicherung entsprechend teurer. Oder möglicherweise kriegen Sie keine mehr. Ja? Also achten Sie darauf, was Sie in Ihre E-Mails schreiben. Ja, das hat auch Auswirkungen auf die Versicherungsprämie. Okay, also wir haben hier sogenannte Vorhersageattribute. Dazu zählen sicherlich mittlerweile auch das Sentiment in Ihren E-Mails. Wenn Sie da als besonders aggressiv eingestuft werden, dann sind Sie wahrscheinlich auch ein entsprechender Fahrer, der, was weiß ich, auf der Autobahn drängelt und Unfälle verursacht. Also das sind die Vorhersageattribute. Typischerweise, bislang haben sich Versicherungen darauf beschränkt, Sachen abzufragen, wie Alter, Wohnort, was noch, Beruf. Ich bin da als Beamter immer sehr gut weggekommen, ja, wir kennen das langweilig. Aber jetzt habe ich das erfahren, in Amerika, ein Kollege, der in Amerika arbeitet, erzählt, es gibt bei den Versicherungen auch eine Prämienreduktion für Leute, die zwei identische Autos gekauft haben. Also wenn Sie zum BMW-Händler gehen und kaufen zwei identische, es können auch dann eben drei sein, ja, dann kriegen Sie einen Nachlass. Warum kriegen Sie den? Na, beim M3 wahrscheinlich nicht. Also nehmen wir an, Sie kaufen den untermotorisiertesten 1er BMW, den es gibt, dann kriegen Sie einen Nachlass. Die nennen das Langweiligkeitsprämie. Weil die Versicherung hat festgestellt, dass jemand, der so etwas macht, der für sich und genau das gleiche Auto kauft wie für seine Frau oder seine Tochter oder Sohn, dass die einfach langweilige Entscheidungen treffen und auch langweilige Auto fahren. Also so, dass sie keine Unfälle verursachen. Oder amerikanische Versicherungsunternehmen nehmen in die Vorhersageattribute hier auch, deshalb sollten sie sich anstrengen für die Klausur, die nehmen auch den Notendurchschnitt auf. Also wenn sie einen Notendurchschnitt von A haben, also A oder A-, also das ist 1, 1, 3, im deutschen System, dann ist Ihre Autoversicherung in Amerika deutlich günstiger als diejenigen, die einen Dreierschnitt haben oder so. Ja? Man geht halt davon aus, dass die Leute, die gute Noten haben, ihre Umwelt anders beeindrucken als durch riskante Überholmanöver auf der
auf der B11. Ne, B12 ist ja berüchtigt dafür, ne? Okay. Ja, Alter ist natürlich auch ganz wichtig. Sie, Ihre Autoversicherung ist wahrscheinlich 5-mal teurer als meine, ja? Oder was zahlen Sie für Ihre Autoversicherung? Also ich zahle für meine Haftpflichtversicherung 200 Euro. Wer zahlt weniger? Bitte? Gar nichts. Das kann nicht sein. Irgendjemand zahlt. Aber was ist typisch für Ihre Altersgruppe? Jetzt will sich keiner outen. Also ich nehme an, dass typisch wäre doch wahrscheinlich schon etwa 1000, ne? Für Ihren Golf GTI. Okay. Also das vorhergesagte Attribut ist Schadens, voraussichtliche Schadenswahrscheinlichkeit, Schadenssumme oder Lebenserwartung, wenn es eine Lebensversicherung ist oder was auch immer. Ja. Okay, und die Klassifikationsregeln sehen dann so aus. Man kann sie persönlich ja gar nicht richtig klassifizieren. Das heißt, was macht man mit ihnen? Man fragt all diese Sachen ab. Zum Beispiel fragt man ab, wie alt ihr jüngstes Kind ist, ja, wenn das sehr jung ist, dann geht man davon aus, dass sie verantwortungsbewusst fahren, weil das Kind ja noch nicht aus dem Gröbsten raus ist, ja. Wenn sie eine Garage haben, reduziert sich das und nur sie persönlich kennt man ja nicht. Das heißt, sie werden in den gleichen Topf geworfen wie alle anderen, die so ähnlich sind wie sie. Ja, das heißt, man sucht einen Cluster, sozusagen von Leuten, die nach den Merkmalen, die man abgefragt hat, so ähnlich sind wie Sie. Und dann kriegen Sie genau deren Schadenshäufigkeit zugeschustert. Ja? Da können Sie sich gar nicht dagegen wehren. Das machen Banken übrigens genauso bei der Kreditwürdigkeit. Ja? Das hier könnte auch ein Bankenbeispiel sein, wo Sie hingehen und sagen, hier, ich möchte mir mal einen Golf GTI kaufen. Hier, das verdiene ich als Hiwi, das sind meine Eltern, das ist mein Schufa-Eintrag, das ist mein Facebook-Profil. Ja. Gab ja auch, ich war gestern am HPI in Potsdam, gab es den berühmten Fall, der Felix Naumann, mein Kollege am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, hat eine Kooperation mit der Schufa. Der Felix Naumann ist... ja, unterwegs im Bereich Auswertung von Big Data, insbesondere Facebook-Profilen. Ja, die Kooperation sah vor, dass man die Facebook-Profile verwendet, um die Kreditwürdigkeit von Personen zu beurteilen. Es hat so Aufsehen erregt, dass er das Projekt offiziell canceln musste. Ja? Natürlich macht er das immer noch, er sagt es nur nicht mehr. Ja? Oder die Schufa hat es jemand anderem gegeben. Ja? War doch auch jetzt, vor ein paar Wochen war doch der Fall, dass einer jungen Frau, ich weiß gar nicht, ob das aus Deutschland war, die Einreise in die USA verweigert wurde. Weil sie angegeben hat, sie ist Touristin und auch in Facebook-Kommentaren oder Kommunikation hat sie aber gesagt, sie ist auf der Suche nach einem Au-pair-Job in Amerika. Ja? Machen Sie sowas nicht, wenn Sie nach Amerika wollen. Ich fliege am Samstag hin. Also. Aber als Au-pair habe ich mich noch nicht geoutet. Also diese Sachen, die Sie da von sich geben, werden offensichtlich wahrgenommen von Behörden und auch von Versicherungen in Zukunft, ja? Okay, also hier, das ist jetzt so eine Klassifikationsregel. Wie alt? Größer 35 und Geschlecht gleich männlich und Autotyp gleich Coupé. Daraus folgt Risiko hoch. Warum? Das sind Männer in der Midlife-Crisis, die nochmal so richtig krachen lassen wollen, ja? Die ihren Porsche da über die Autobahn brettern. Autobahn ist vielleicht nicht so schlimm, aber die brettern dann wahrscheinlich auch über die B11 entsprechend, ja? Okay, und so sieht es aus. Das machen die Versicherungen. Die sammeln Daten. Das ist Big Data, ja? Hier ist es klein gezeichnet, aber die protokollieren ja jeden Schaden, die protokollieren alles, was Sie bekommen können. Und Sie sehen hier, das sind also die Einträge und hier die Schäden, die den,
Sie selber sind ja nicht dabei, Sie suchen nur eine Versicherung. Nur wird man Sie, also Sie, die, Sie suchen eine Versicherung. Sie sind aber hier in der Datei nicht drin. Das heißt, man sucht aber nach Ihresgleichen in der Datei. Man sucht nach Ihresgleichen. Ja? Und geht davon aus, Sie verhalten sich genauso wie die Leute, die Ihnen sehr ähnlich sind. Ja? Vom Alter, vom Geschlecht, von Autotyp und so weiter. Ja? Und hier ist was mal gezeigt. Sie sehen also gleich Frauen hier, obwohl die EU das, das ist hochgradig unfair, die EU hat ja genau das hier jetzt verboten, dass man Frauen, die ja bekanntlich weniger riskant fahren und weniger Unfälle verursachen, dass man denen einen niedrigeren Beitrag zulässt. Ja? Ja, und? Das ist normal. Ja, aber warum leben die Männer nicht so lange? Erstens, weil sie sich im Krieg so gegenseitig totschießen. Zweitens, weil sie Motorrad fahren. Drittens, weil sie rauchen wie ein Schlot. Viertens, weil sie riskante Sportarten wie Bungee-Jumping und Drachenfliegen machen und so weiter. Und das finden sie dann gerecht, dass die Frauen für sie mitzahlen? Oder für mich mitzahlen, der all diese riskanten Sachen macht? Ja, ich rauche nicht. Bungee-Jumping mache ich auch nicht, ja? Also gerecht ist das nicht, muss ich sagen. Das Einzige, wo ich mich darauf einlassen kann, was ungerecht ist, ist, dass Frauen bislang eine höhere Krankenversicherung in der Privatkrankenkasse zahlen. Das ist ungerecht. Ja, weil warum zahlen sie sie? Weil sie Kinder kriegen. Ja, deshalb zahlen sie mehr. Also das ist ungerecht. Da gebe ich Ihnen recht. Gut, aber bei der Lebensversicherung sehe ich das nicht so. Es ist nicht Gott gegeben, vielleicht Gott gewollt, vielleicht auch nicht, dass Männer kürzer leben. Ja? Okay, also aus dieser Datenbank lässt sich dieser Klassifikationsbaum ableiten. Also auf den ersten Blick sehen Sie hier, wenn Sie eine Frau, dass die Frauen bislang keine Unfälle hatten. Ja, hier. Also. Geschlecht, weiblich, automatisch, dann sind wir am Ende. Geringes Risiko. Bei den Männern müssen wir weiter unterscheiden. Bei den Männern müssen wir die unter 35, wahrscheinlich ist es eher unter 25, dahingehend unterscheiden, dass die ein hohes Risiko haben. Egal welches Auto die fahren. Die haben ein hohes Risiko, weil die brettern wie sonst wer. Ja? Sie natürlich nicht, aber sie sind ja auch gar nicht drin in der Datenbank. Das sind ja andere Leute, ja? Ich möchte ja niemanden beleidigen. Okay, größer 35, da muss man unterscheiden. Da gibt es einmal die langweiligen Familienväter, die einen Van fahren. Die sind natürlich risikoscheu, weil sie ja für ihre Kinderlein sorgen müssen. Also die haben ein geringes Risiko. Und dann gibt es aber diejenigen, die in der Midlife-Crisis sind und sich den Porsche zugelegt haben und da entsprechend hohe Schäden verursachen, ja? Okay, und einen Pfad hier. Das hier ist ein Pfad in diesem Klassifikationsbaum. Einsam Pfad legt dann fest, welcher Risikogruppe Sie angehören. Das können Sie ja förmlich hier dann sehen. Das Formular, das Sie online ausfüllen, Geschlecht, männlich, dann gehen Sie hier hin. Wie alt? Sie gehen nach links, damit ist Ihr Schicksal besiegelt. Ich gehe nach rechts. Und dann fragt man mich noch nach dem Autotyp und ich gehe dann vielleicht nach rechts, je nachdem, und kommt da meine Versicherungsgebühr raus. Ja? Es gibt noch viele andere Fragen, die da drin sind, aber ja, und das wird dann materialisiert. Wie kommt man jetzt zu diesem Klassifikationsbaum? Ja, das ist eine schwarze Kunst. Ja? Da gibt es Statistiker bei den Versicherungen, die das ermitteln wollen. Ja? Also, hier ist es einfach, man nimmt einfach mal ein Attribut, zerlegt es in zwei Teile, aber das ist natürlich ein Backtracking-Vorgang.
den kann man, das kann man natürlich maschinell versuchen, aber das in den Griff zu bekommen, ist schon sehr schwer. Andererseits, wenn Sie hier Millionen oder hunderte Millionen von Einträgen haben, dann da die richtigen Klassifikationsattribute und die richtigen Partitionen zu finden, ist natürlich auch nicht so trivial. Ja? Bei Alter könnte man natürlich für jedes Jahr separat machen. Ja? Bei Geschlecht ist nur einfach. Gibt es nur zwei Aufteilungsmöglichkeiten oder drei. Ja? Aber bei Autotyp sieht schon anders aus. Ja? Wonach wollen wir differenzieren? Viertürer, Zweitürer, Cabrio, Nicht-Cabrio, Kombi, Nicht-Kombi und so weiter. Ja? Motorleistung, alles das ist da ja mit drin. Ja? Das sind die, okay, die Kunst besteht halt daran, hier die Trainingsmenge zu nehmen und aus der Trainingsmenge, das sind diese gesammelten Informationen, über Jahre gesammelt, werden dann diese Entscheidungsbäume, diese Klassifikationsbäume erstellt. Und das basiert auf rekursiven Partitionieren. Sie fangen mit einem Attribut an und dann wird es immer feinkörniger partitioniert, bis Sie bei einer Gruppe angekommen sind, die homogen hinsichtlich des vorhergesagten Attributs sind. Ja? Es hilft Ihnen nichts, eine Partition zu haben und da sind Objekte drin mit hohem Risiko, mittlerem Risiko und geringem Risiko. So eine Gruppe können Sie nicht gebrauchen. Ja? Denn Sie wollen, dass die Gruppen bilden, also Cluster bilden am Ende, die sehr homogen hinsichtlich der Risikowahrscheinlichkeit sind. Ja? Okay, hier ist mal so ein Algorithmus gezeigt im Pseudocode, aber das ist trivial. Ja? Den könnten Sie auch selber sich überlegen. Ja? Dass man einfach mit einem Attribut anfängt, immer weiter partitioniert und schaut, was dabei rauskommt. Okay, das war es zu den Klassifikationsregeln. Also, dass die aufgestellt werden, ist klar, nach welchem Kriterium man anfängt, wie feinkörnig das sein muss, das ist die Magie dabei. Wir können davon ausgehen, dass die Versicherer da zig Statistiker haben und das Problem hierbei ist tatsächlich die große Dimensionalität. Ja, wenn Sie so viele Dimensionen haben und Sie haben die Daten vor Augen, Sie sehen nichts mehr, gar nichts mehr. Ja, und dann schränken Sie sich auf einige Dimensionen ein, aber dann können wieder andere Effekte zuschlagen. Ja, also das ist ein ganz schwieriges Kapitel, da die richtigen Entscheidungen oder Klassifikationsbäume zu generieren. Also Sie können davon ausgehen, dass Banken da bei der Vorhersage des Kreditausfallrisikos, ja, sind im Moment oder durch die Finanzkrise sind die gebrannte Kinder sozusagen, dass die jetzt sehr konservativ vorgehen, dass sie erstmal davon ausgehen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit des Kreditausfalls existiert. Ja. Früher waren sie generöser, jetzt sind sie eher sehr zurückhaltend. Dadurch verlieren sie natürlich auch Geschäft. Ja. Okay, dann gibt es die Assoziationsregeln. Dadurch werden solche Assoziationen, Korrelationen, die möglicherweise dann auch zu einer Kausalität geführt haben, offengelegt. Also hier ist mal eine Regel, die sicherlich HP, nee, diese Regel ist nicht unbedingt von HP. Wer einen PC kauft, der kauft auch einen Drucker. Aber die absolute HP-Regel ist diese hier. Druckerkauf impliziert Tonerkauf. Ja? Also, ich bin sicher, dass HP seine Drucker unter dem Herstellungspreis verkauft teilweise, ja, so in Sonderangeboten. Aber warum können die das? Weil sie davon ausgehen oder das auch validiert haben, dass danach ein Tonerkauf fällig ist. Ja? Toner ist angeblich bis auf wenige Medikamente ist Toner die teuerste Flüssigkeit der Welt. Ja, auch der 18 Jahre alte Whisky ist deutlich billiger. Bei solchen Assoziationsregeln gibt es zwei Qualitätskriterien. Das eine ist die Confidence. Das ist die Confidence, wie übersetzt man das denn ins Deutsche?
Überzeugungskraft. Überzeugung. Ja, aber hier geht es nicht um Glauben. Bitte? Sicherheit. Lassen wir es bei Confidence. Also beides ist nicht wirklich sinnhaft übersetzt. Also Confidence legt fest, bei welchem Prozentsatz der Datenmenge, bei der die Voraussetzung, also die linke Seite erfüllt ist, die Regel auf der rechten Seite auch erfüllt ist. Ja? Also eine Konfidenz von 80%, für unsere Beispielregel sagt aus, dass 4/5 der Leute, die einen PC gekauft haben, auch einen Drucker dazu gekauft haben. Ja? Aber es betrifft natürlich nur die Leute, die auch wieder einen PC gekauft haben. Ja? Also nur die fallen hier in die Beobachtung hinein, ja? Bei der Konfidenz. Bei den Assoziationsregeln will man aber ausschließen, dass man absolute Ausnahmefälle betrachtet. Ja, damit kann ein Unternehmen wie Aldi oder so nicht viel anfangen. Ja, wir wollen halt eine hinreichend große Menge von Käufern da abdecken. Und das ist der Support. Also diese Regel legt fest, wie viele Datensätze überhaupt gefunden wurden, um die Gültigkeit der Regel zu verifizieren. Das heißt, wie viele Kunden haben überhaupt PC und Drucker gekauft von meinen Gesamtkunden. Wenn das, was weiß ich, bei Chibo oder so nur ganz wenige waren, dann spielt das keine Rolle. Ja? Ja, dann werden alle Kunden betrachtet. Also hier beim Support würde man schon verlangen, dass, das weiß ich auch nicht, ich meine, bei Sonderangeboten oder so, das kann man festlegen, ja, dass da hinreichend viele betrachtet werden. Also hier bei 1% wäre also jeder 100. Verkauf ein PC zusammen mit einem Drucker. Dieser Wert ist sicher bei einem normalen Handelsunternehmen zu viel, zu hoch. Ja? Beim Mediamarkt oder so würde man da auf Promille oder sowas gehen. Okay, und die Verkäufe werden jetzt hier wie folgt identifiziert. Nehmen wir an, wir haben nur eine Transaktions-ID. Ja, ich gehe jetzt hier mal davon aus, dass jeder Einkaufswagen anonym betrachtet wird. Aber der Einkaufswagen als solcher. Die Unternehmen gehen natürlich viel weiter. Dafür haben sie ja Payback-Karten eingeführt oder legen ihnen anheim da mit der Euro-Scheck-Karte oder mit der Kreditkarte zu zahlen, damit man ihnen das auch richtig zuordnen kann. Ja? Amazon fällt das ja nicht schwer, jeden Verkauf ihnen zuzuordnen. Ja? Aber nehmen wir mal an, das ist Aldi und sie zahlen bar. Ja? Also sie zahlen bar und oder Mediamarkt und sie zahlen bar und man kennt sie nicht. Der Gesichtserkenner von Facebook, der hat nicht angeschlagen oder sie sind maskiert dahin gegangen. Das heißt, das hier ist ein anonymer Einkaufswagen. Ja? Davon gehen wir jetzt mal aus. Dann hat dieser Einkaufswagen, der enthält die Drucker, Papier, PC und Toner. Dieser 222er Einkaufswagen, PC und Scanner. Ja, und Sie können davon ausgehen, dass diese Datenbank irre groß ist. Ja? Denken Sie mal an Aldi. Wie viele Millionen kaufen jeden Tag bei Aldi? 2 Millionen Deutsche kaufen jeden Tag bei Aldi. Jeder Einkaufswagen hat 10 Produkte. Das heißt, Aldis Transaktionsdatenbank wird jeden Tag hier um 20 Millionen Einträge wachsen. 20 Millionen mal 200 Verkaufstage, dann können Sie sehen, wie groß diese Datenbank ist. Ja? Das heißt, da können Sie nicht viel machen. Die können Sie sequenziell durchlaufen und das aber nicht zu oft. Ja? Okay, und wir versuchen jetzt Assoziationsregeln dieser Art. Die kommen übrigens hier, da sind sie publik geworden, aber sie kommen auch im Gesundheitswesen vor. So nach dem Motto, wer die Krankheit L hat, der kriegt auch die Krankheit R. Ne? Also das wäre auch eine Assoziationsregel. Hüten Sie sich davor, L zu bekommen, weil dann kriegen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit R, was immer das ist. Ja?
Okay? Und hier ist es auch gewollt. Hier sagt man, okay, was kann man mit so einer Assoziationsregel überhaupt anfangen? Eine Möglichkeit ist, sie machen besonderes Marketing für L, weil R wird dann sowieso auch gekauft. Ja? Oder sie setzen die Preise für L runter, weil R ja auch gekauft wird. Aldi und so machen das ja mit den Lebensmitteln, sehr zum Verdruss der Landwirte und so. Ja? Milch für, was weiß ich, wird verschenkt und dann wird für irgendwas anderes, für Gummibärchen, wird ein ordentlicher Preis verlangt. Ne? Also Min-Support und Min-Confidence müssen eingehalten werden. Und was macht man dazu? Der Kern des Algorithmus ist das Erkennen dieser Frequent Item Sets. Also Frequent Item Sets sind Teile eines Einkaufswagens, die häufig vorkommen. Ja, also sind, und bei den Frequent Item Sets versucht man möglichst große Container zu haben. Ja, also wenn das hier ein Frequent Item Set ist, dann ist der weniger wertvoll als dieser Frequent Item Set, bei dem jetzt 5 Elemente drin sind. Ja, weil da haben wir natürlich viel mehr Handhabe bei Marketingaktionen oder sonst was. Also desto größer der Frequent Item Set ist, desto besser. Aber der Min Support soll eingehalten werden bei dem Frequent Item Set. Min Support heißt, der Frequent Item Set soll noch in 1 Promille der Einkaufswegen drin sein. Ja? Aber hier erkennt man schon, wenn der gesamte Frequent Item Set, inklusive der blauen, wenn der einen Min Support von 1 Promille hat, Dann muss die rote Teilmenge, die da drin enthalten ist, der muss auch ein Promille haben. Ja? Wenn der rote Teil nicht mindestens ein Promille Support hat, dann kann der blaue es recht nicht haben. Und diese Regel nennt man a priori. Also diese Erkenntnis ist, dass alle Teilmengen eines Frequent Item Sets auch Frequent Item Sets sein müssen. Ja? Also wenn der rote Teil hier nicht schon frequent ist, dann können es der rote mit dem blauen erst recht nicht sein. Ja? Und darauf basiert der Algorithmus. Also der a priori Algorithmus, der geht durch alle Produkte durch erstmal in der ersten Stufe und berechnet für jedes Produkt, wie oft es in einem Einkaufswagen drin liegt. Ja, und dann generiert er aus den Produkten, die hinreichend häufig gekauft werden, dann größere Mengen. Das wird jetzt hier, glaube ich, relativ schnell klar. Also hier haben wir links die Verkaufsdatenbank und rechts haben wir die einzelnen Produkte, die wir überhaupt im Sortiment haben. Wir gehen jetzt hier von einem Min-Support von 3 aus. Wir könnten auch sagen 3/5, ja? Dann wäre es prozentual angegeben über die 5 Einkaufswegen. Man kann es auch hier absolut angeben. Ja? Okay, Drucker kommt in 4 Einkaufswegen vor. Papier in 3, PC in 4, Scanner in 2 und Toner in 3. Das heißt, Scanner können wir schon mal rauskegeln. Scanner ist kein Frequent Item Set und fliegt raus. Scanner betrachten wir nicht mehr weiter. Und aus den anderen machen wir jetzt 2er-Kombinationen. Wir fangen also mit Drucker an und kombinieren den Drucker mit allem, was hier noch übrig geblieben ist. Drucker mit Papier, Drucker mit PC, Drucker mit Scanner, können wir rauskegeln, weil der Scanner ist ja schon nicht frequent. Dann kann Drucker mit Scanner erst recht nicht frequent sein. Ja? Also wenn es nicht mal 3 Einkaufswegen gibt mit dem Scanner, dann gibt es erst recht keine 3 mit Drucker und Scanner. Ja? Dann Drucker, Toner und dann sind wir mit Drucker fertig, dann gehen wir zu Papier. Papier PC, Papier Scanner fliegt auch raus, Papier Toner, dann sind wir mit Papier fertig, dann kommt PC, PC Scanner können wir wieder vergessen, PC Toner und Scanner und Toner können wir auch vergessen. Okay, und diese Zahlen, die haben wir jetzt noch nicht. Wir laufen jetzt einmal durch die Datenbank durch und gucken uns die Einkaufswegen an und setzen hier die Werte entsprechend hoch. Ja, hier kommt also die 3 hin. Hier die 3, das heißt, der erste Einkaufswagen, der hier,
Da muss man natürlich geschickte Datenstrukturen wählen, die es ermöglichen, hier sehr schnell zu erkennen, dass in diesem Einkaufswagen die Kombination Drucker-Papier drin ist. Das wird also hier einmal inkrementiert. Dann ist da Papier-PC drin. Papier-PC muss also hier hochgesetzt werden und so weiter. Ja? Also, aber wir lesen diese Verkaufstransaktion jetzt in jeder Phase einmal. Okay, dann sind wir mit Phase 2 fertig und können jetzt wieder Sachen rauskegeln. Wir haben jetzt, also die blauen waren eh schon rausgekegelt a priori und jetzt können wir aber die jetzt auch rauskegeln. Papier-PC können wir rauskegeln und wir können rauskegeln PC und Toner, weil die sind ja nicht frequent. Und jetzt können wir die Dreiergruppen bilden. Dreiergruppen bilden wir hier mit Drucker-Papier nehmen wir und kombinieren das jetzt mit Frequent einer Sachen. Scanner brauchen wir jetzt wieder nicht dazu zu tun, weil der Scanner, der kann ja nicht Frequent sein. Ja, das heißt hier PC nehmen wir dazu, Toner nehmen wir dazu, das war es dann schon. Und jetzt hier Drucker PC, weil alle anderen sind hier von der Untermengen her schon nicht Frequent, ja. Das heißt, die einzige Dreiermenge, die übrig bleibt, jetzt wird hier wieder durchgegangen und die einzige Dreiermenge, die übrig bleibt, ist die hier. Die sollten wir jetzt nochmal gesondert markieren. Die bleibt übrig. Die hier. Also das ist die einzige Dreiermenge, die übrig bleibt und daraus können wir jetzt entsprechende Assoziationsregeln machen. Ja, das ist. Aber Sie können natürlich auch aus dem hier Assoziationsregeln machen. Drucker-Toner. Nee, Drucker-Toner, das ist Unsinn, weil da gibt es eine bessere Dreierkombination. Aber Drucker und PC. Drucker und PC ist ja auch noch hier. Also die können wir nehmen und die. Aber die größeren Frequent Item Sets sind natürlich die interessanteren. Ja, schauen wir uns an, was wir mit der großen machen können. Daraus, das ist jetzt auch dann schon fast die letzte Folie. Wir haben also jetzt hier ein Frequent Item Set und wir wollen den in der irgendwo durchschneiden, sodass die linke Seite die rechte Seite sozusagen impliziert. Ja, und beim Durchschneiden haben wir natürlich die Wahl, weiter nach rechts oder weiter nach links zu gehen. Welche Regeln sind denn die interessanteren? Die roten, wo ich diese Markierung weiter nach links schiebe, oder die rechte, oder weiter nach rechts zu gehen. Welche sind interessanter? Welche Assoziationsregeln sind interessanter? Die mit kleinerer linken Seite oder mit größerer linken Seite? Mit kleinerer linker Seite, die sind interessanter, ja? Sie sagen, jeder Tag in Bayern ist schön, dann ist das besser als jeder Tag im Sommer, wenn ich gute Laune habe und eine schöne Datenbankvorlesung habe, ist schön, ja? Dann sind ja viel weniger Tage dann schön, ja? Als wenn Sie sagen, jeder Tag in Bayern ist schön. Okay? Also möglichst kleine linke Seiten, aber Sie wollen natürlich die Konfidenz nicht reduzieren, ja? Ja, also das ist eine Regel, die möglichst viele Items sind. Na, der Support, den Support haben wir jetzt abgedeckt. Der Support ist schon durch die Frequent Items jetzt abgedeckt. Wir haben ja nur noch die drin, die einen hinreichenden Support haben. Ja, aber was bringt, wenn die linke Seite kurz ist, aber nee. Nur auf keine Ahnung, so viel, dass es gerade mit dem Support drin ist? Nee, jetzt geht es um die Confidence. Aber Sie haben recht. Es bringt nichts, eine ganz kleine linke Seite zu haben und die Konfidenz ist nicht gegeben. Und hier müssen wir jetzt die Konfidenz betrachten. Ja? Die Konfidenz ist nämlich dadurch gegeben, dass hier die Konfidenz von linke Seite impliziert rechte Seite, berechnet sich nämlich wie folgt. Hier. Also Konfidenz, hier ist es ja gezeigt. Wenn wir das teilen nach Drucker impliziert Papiertoner. Dann ist die Konfidenz berechnet sich als Support des Gesamtfrequent-Item-Sets
durch den Support der linken Seite. Ja? Und dadurch, dass ich die linke Seite hier klein mache, wird der Support hier entsprechend größer. Ja? Und die Konfidenz nimmt ab. Ja? Support steht nämlich im Nenner. Je größer der Nenner ist, desto kleiner ist der Wert. Ja? Also, das heißt, da habe ich einen Trade-off. Hier ist es nochmal thematisiert. L impliziert R. R ist der ganze Frequent Item Set minus L und die Konfidenz dieser Regel wird berechnet als Support der gesamten Frequent Item Sets durch den Support der linken Seite. Ja? Für unser Beispiel, 3/5 der Einkaufswägen haben alles, haben Toner, Drucker, Papier und Toner. 4/5 der Einkaufswägen haben Drucker, das heißt 3/5 durch 4/5 bedeutet, die Konfidenz dieser Regel ist 75%. Wenn Sie nochmal nachrechnen. Ja? Also in 75% der Fälle hat ein Einkaufswagen mit einem Drucker drin, in 75% der Fälle hat ein Einkaufswagen, der einen Drucker enthält, auch die Produkte Papier und Toner drin. Ja? Und die Konfidenz, die kann man erhöhen, indem man die linke Seite größer macht. Dadurch nimmt der Wert der Regel aber ab. Aber ein Trade-off. Ja? Ich möchte eigentlich kleine linke Seiten haben. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie ans Gesundheitswesen denken. Ja, die Aussage, wenn Sie rauchen und keinen Sport machen und übergewichtig sind, führt dazu, dass Sie Gesundheitsprobleme haben. Ja? Da wird jeder Raucher sagen, ja, aber ich bin ja nicht übergewichtig. Ja? Aber wenn Sie sagen, wer raucht, hat Gesundheitsprobleme. Beziehungsweise in dem Falle müsste man dann die anderen Sachen auch noch nach rechts nehmen. Ja? Wer raucht, hat Gesundheitsprobleme und Übergewicht, nee, das stimmt nicht. Okay, also das ist ein Trade-off, wie groß Sie die linke Seite machen. Ne? Aber hier ist das nochmal thematisiert. Hier hatten wir einen Support von 75% und wenn Sie auf das Papier noch nach links ziehen, zusätzlich zu dem Drucker, dann kommen Sie auf einen Support von 100%. Das heißt, wer Drucker und Papier im Einkaufswagen hat, der hat mit 100% Wahrscheinlichkeit auch Toner. Was heißt Wahrscheinlichkeit? Der hatte in der Vergangenheit mit 100% Sicherheit auch Toner im Einkaufswagen. Ob das für die Zukunft gilt, ist, bleibt ja mal dahingestellt. Ja? Okay, und auf die Art und Weise durchforsten die, das ist ja eine neue Berufsbezeichnung, die Business Analysts diese Transaktionsdatenbanken und gucken, wie sie Sachen besser vermarkten können und so weiter. Ja, also typisches Beispiel hierfür ist aber im Gesundheitswesen auch das Herausfinden von Nebenwirkungen von Medikamentkombinationen. Ja, das weiß ich, wer Propofol nimmt und Kokain, der stirbt, ja, wie man an Michael Jackson sehen konnte. Wer nur Propofol nimmt, der stirbt vielleicht nicht. Ja, und solche Sachen. Ja, das sind Assoziationsregeln. In Amerika ist es angeblich, das wird immer kolportiert, gibt es diese Assoziationsregel. Die gilt aber nur bei Abendverkäufen. Wer Windeln im Einkaufswagen hat, der hat auch Bier und Chips im Einkaufswagen. Das ist aber eine Regel, die gilt nur nach 18 Uhr, weil das sind die Familienväter, die nach der Arbeit in den Laden geschickt wurden, Windeln zu kaufen und die haben sich dann darauf eingestellt, dass sie einen Babysitterabend zu Hause verbringen dürfen und kaufen dann auch mal Bier und Chips. Ja? Das heißt, nach 18 Uhr räumen die um und stellen das Bier neben die Windeln. Aber es gibt da auch andere Beispiele. Angeblich, wer Eis kauft, kauft auch Schokoladencookies. Daraus hat Häagen-Dazs eine neue Eissorte kreiert, die heißt, wie heißt die da? Cookies and Cream oder so. Ja? Die haben dann gleich die haben dann gleich die Kekse in das Eis reingemischt.
Vielleicht wird es dann irgendwann auch ein Bier mit Chip-Geschmack geben. Ja? Wir kaufen Chips, also machen wir das zusammen. Chips mit Biergeschmack gibt es bestimmt schon, oder? Okay. Das ist ein wichtiges Konzept, um große, mehrdimensionale Datenmengen zu eruieren oder zu explorieren und ähnliche Objekte zusammenzubündeln, um dadurch aber auch zum Beispiel einen Outlier zu entdecken, die nicht zu den eigentlichen Datenverteilungen passen. Ich habe hier mal ein exemplarisches Beispiel aus der Versicherungsbranche genommen. Da haben wir hier den, also Outlier sind solche Objekte hier, die nicht zu den anderen passen. Und das Ganze nennt man dann Outlier Detection. Das ist aber nur einer der Anwendungsfälle für das Clustering. Es gibt viele andere Clustering-Anwendungsfälle. Also hier aus der Versicherungsbranche habe ich mal dieses Beispiel genommen, wo wir die Fahrer einsortieren oder clustern. Also das hier wären zum Beispiel junge Fahrer, jung und männlich. Das hier ist jung und weiblich, ja, die verursachen geringe Schäden. Hier mittelalt, da ist man vorsichtiger. Und hier dann im zunehmenden Alter, dann ist das hier, sind wieder die männlichen wahrscheinlich in der Midlife Crisis. Das ist dann normal, dass man große Schäden wieder verursacht, wobei die Frauen das da gefeit sind und nach wie vor vorsichtig fahren. Und hier ist also offensichtlich jemand, der hohe Schäden verursacht, obwohl er von seinem Alter her das nicht dürfte. Ja, und das könnte jemand sein, der Versicherungsbetrug begeht. Also auf die Art und Weise würden Versicherungen solche Outlier entdecken. Ein ganz simpler Algorithmus, der auch noch dazu sehr effizient ist, um solche Cluster zu erstellen, wäre die Greedy-Heuristik. Greedy deshalb, weil sie geht einmal nur durch die Datenmenge durch, linear. Das heißt, es ist ein O von N Algorithmus, der allerdings vielleicht auch ein bisschen grobgranular dann als grobgranulare Ergebnisse liefert. Also, alle Datensätze werden sequenziell gelesen und für jeden nächsten Datensatz R bestimme jetzt die unter den existierenden Clustern denjenigen C, dessen Zentrum den kürzesten Abstand zu R hat. Ja, und dann fügen wir R nur dann hinzu zu diesem Cluster C, wenn die Distanz zwischen R und dem Zentrum dieses Clusters kleiner gleich Epsilon ist. Und dieses Epsilon ist natürlich ein Wert, den man tunen kann. Ja, dann fügen wir R hinzu und sonst bildet R einen neuen Cluster C', in dem nur R zu diesem Zeitpunkt ist und hoffentlich dann weitere Datenpunkte mit dazukommen im weiteren Verlauf dieses Algorithmus. Dieser Algorithmus funktioniert ganz gut, solange die Cluster in den Hauptspeicher passen und sie eine entsprechende Datenstruktur haben, mit der sie den Cluster mit dem kürzesten Abstand ermitteln können. Für den eben gezeigten Anwendungsfall würde dieser Algorithmus sogar ganz gut funktionieren, ja? Solange sichergestellt ist, dass, wenn das hier das Zentrum ist zum Beispiel, dass dieser Abstand hier kleiner Epsilon ist, kleiner gleich Epsilon. Und solange klar ist, dass dieser Abstand hier größer Epsilon ist, dann würde man diesen Outlier hier sehr gut entdecken, ja? Das Gute an dieser Greedy-Heuristik ist, dass eine variable Anzahl von Clustern erzeugt wird. Anzahl Cluster. Ja? Aber wenn das Epsilon hier falsch gewählt ist, wenn es zu klein gewählt ist, dann bilden womöglich alle Datenpunkte einen eigenen Cluster. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, der muss getuned werden, dieser Parameter Epsilon. Kommen wir aber jetzt zu dem bekanntesten Clustering-Algorithmus. Der heißt K-Means. Und wie der Name schon sagt, geht der von einer festen Anzahl von Clustern aus. Und das legt man vorher fest. K-Cluster werden hier gesucht. Dann kann man natürlich iterieren und sagen, ich fange mal mit 5 an und dann gehe ich vielleicht auf 10, oder um da das Beste und ein gutes K zu finden.
Aber der Knackpunkt hier ist tatsächlich, dass man sich am Anfang einmal festlegt, wie viele Cluster man sucht. Und das hier ist die Zielfunktion, die minimiert wird. Also minimiere Q. Und ich male das mal hier hin. Wenn wir hier ein Cluster haben, oder ich male hier mal zwei Cluster, dann hat der Cluster einen, also das sei hier der Cluster I, Cluster I. Und der hat hier einen Mittelpunkt. Ja, Cluster sind also rund in diesem Falle. Und dieser Mittelpunkt, das ist unser μi. Ja. Und die Datenpunkte, sollte ich jetzt in einer anderen Farbe malen, Datenpunkte hier, die da reinfallen, die haben einen Abstand. Der Abstand von diesem Datenpunkt, das hier ist unser xj zum Beispiel in der Formel. Ja? Und diesen Abstand, das ist der euklidische Abstand, den nennen wir xj minus μi. Doppelten senkrechten Strichen. Das ist also der euklidische Abstand. Also einfach der Abstand, ja, so wie Sie es in der Schule gelernt haben. Und wir nehmen aber nicht den euklidischen Abstand für die Minimierung, sondern das Quadrat davon, um die Varianz zu verbessern. Ja, also das Quadrat, und das wird genommen als Anhaltspunkt für das Festlegen eines Clusters. Und wenn jetzt ein neuer Datenpunkt platziert werden soll, dann kommt er in den Cluster I, bei dem der Abstand minimal ist. Ja? Also wenn man dann die Wahl hat zwischen Cluster I und zum Beispiel Cluster V, und das in Rot noch dazu. Also hier haben wir Cluster V mit diesem Mittelpunkt. Und jetzt kommt ein neuer Datenpunkt dazu. Oder der soll platziert werden, der Datenpunkt. Wenn der hier liegt, dann wandert er nach dahin. Und dieser Cluster hier wird dann entsprechend vergrößert, ja, und kriegt dann auch einen neuen Mittelpunkt. Ja, also so funktioniert der. Und der iteriert, bis er konvergiert, der Algorithmus. Ja, also Initialisierung. Wir wählen zufällig K Mittelpunkte. Die wählen wir nicht irgendwo im Datenraum, also nicht irgendwo im Datenraum, diese K-Mittelpunkte, das würde nicht funktionieren, sondern wir wählen tatsächlich echte Datenelemente. Ja? Also wenn hier die Daten legen, dann würden wir hier tatsächlich, und wir nehmen jetzt mal K gleich 3, würde man tatsächlich hier irgendwie zufällig welche wählen. Ja, wir sind jetzt schon ganz gut gewählt. Es könnten auch nah beieinander liegende Datenpunkte sein, dann konvergiert er etwas langsamer, der Algorithmus. Ja, also diese K-Datenpunkte nehmen wir, und die bilden jetzt sozusagen unsere Cluster-Mittelpunkte. Und jetzt iterieren wir für t gleich 1 bis t. Ja. Also das ist die erste Iteration, diese μ1, 1 und μk1, das sind diese Datenpunkte hier, diese Mittelwerte oder Mittelpunkte. Okay. Oder wir können auch so lange iterieren, bis sich nur noch minimale Änderungen an den Datenzuordnungen ergeben. Das würde man in der Praxis vielleicht so machen. Und jedes Datenobjekt XJ wird jetzt dem Cluster SIT, also SIT ist jetzt der Cluster, der sich um den, also wenn wir das hier μ 1 nennen, dann ist das hier der Cluster, der sich da drum bildet. Ja, das ist unser S1T. Ja? Also die werden dem zugeordnet, zu dessen Mittelwert μit es am nächsten liegt. Das heißt, nach diesen Zuordnungen enthält jedes Cluster SIT
T für 1 kleiner gleich I bis K, also jeder dieser K-Cluster, nur Datenelemente, für die der quadrierte euklidische Abstand minimal ist im Vergleich zu allen anderen Clustern. Ja? Und falls ein Datenelement XJ sich für mehrere Cluster qualifiziert, dann kann man zufällig eines der Cluster nehmen. Nachdem man diese Zuordnung gemacht hat, werden die Mittelwerte neu berechnet. Also wir hatten ja hier mit einem imaginären Mittelwert angefangen bei der Iteration und werden dann danach den Mittelwert neu berechnen. Der ist dann jetzt kein Datenpunkt mehr. Der Mittelwert hier, der ist dann so berechnet, dass er in der Mitte dieses Kreises liegt. Ja? Und das macht man jetzt für alle Cluster im Tetenstritt und dann iteriert man nochmal darüber. Also, die Mittelwerte hier werden so berechnet, dass sie jetzt alle Datenpunkte aufsummieren und dann das μi da als das 1 durch si Tete, also durch die Anzahl, die da drin sind, dividieren. Okay? Also so funktioniert der K-Means-Algorithmus, der funktioniert in der Praxis relativ gut. Nach etlichen Iterationen, also in der Regel nach wenigen Iterationen, 5, 6, 7 Iterationen, hat man ein stabiles Ergebnis in aller Regel. Der Knackpunkt dieses Algorithmus ist allerdings, dass man das K vorab bestimmen muss, dass das nicht variabel ist. Also das hier ist nicht variabel. Und wenn man beispielsweise für unser Beispiel hier k gleich 5 genommen hätte, k gleich 5 wäre schlecht gewesen, ja, dann hätten wir diesen Outlier nicht gefunden. K gleich 6 hätte diesen Outlier gefunden. Also k gleich 5 wäre schlecht gewesen, weil wir dann hier irgendwo degenerierte Cluster bekommen hätten, ja. Also weil wir ja 5 richtige Cluster und dann noch den Outlier. Und bei K gleich 6 wäre der Outlier tatsächlich dann separiert worden in einen eigenen Cluster. Also da muss man mit dem K ein bisschen variieren in der Praxis. Gut, soviel zum Clustering. Da gibt es noch viele andere Ansätze beim Clustering. Vielleicht sollte ich noch einen erwähnen. Kann ich hier mal skizzieren. Das ist nicht K-Means dann, sondern weil das ein Ansatz ist, der hier von meinen Kollegen an der LMU entwickelt wurde. Wenn wir so einen Datenraum haben, wo die Datenpunkte nicht so schön kreisförmig liegen, sondern die Datenpunkte liegen, das weiß ich, irgendwie so. Ja. Dann gibt es da tatsächlich einen Algorithmus, der heißt dbScan, der würde dann solche Cluster tatsächlich auch finden. Und zwar ist das ein Density-Based. Dieser Algorithmus heißt dbScan. Können Sie bei Wikipedia sich selber anschauen zum Beispiel. Aber Sie sollten wissen, dass es den gibt. Und der macht das dichtebasiert. Dichtebasierte. Oder dichtebasiertes Clustering. Und dann würden auch solche komischen Formen hier entdeckt. Ja? Wohingegen der K-Means natürlich nur solche kreisförmigen Cluster findet. Okay, so viel zum Clustering. Das soll reichen. Darüber gibt es ganze Vorlesungen, die Sie sich dann auch entsprechend anschauen könnten, wenn Sie damit zu tun haben. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem sehr modernen Thema, nämlich Hauptspeicher-Datenbanksystemen. Das ist durchaus ein Thema, das seinen Ursprung hier in Deutschland hatte. Die Hasso Plattner von SAP war einer der Visionäre in diesem Bereich, der schon vor etwa 15, 20 Jahren vorhergesagt hat, dass sich die Hauptspeicherkapazitäten so stark nach oben entwickeln, dass es möglich sein wird, ganze betriebswirtschaftliche Anwendungen direkt im Hauptspeicher laufen zu lassen, ohne
direkte Interaktion mit dem Hintergrundspeicher. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns erstmal mit der Hardwareentwicklung, wie die in den letzten Jahren vorangeschritten ist, insbesondere Speicherkapazität, also Hauptspeicherkapazität und auch die Mehrkernprozessoren, die das verlangen, dass die Datenbanksysteme hochgradig parallelisiert werden müssen. Dann werden wir eine Anwendungsstudie machen, eine ganz kurze. Da betrachten wir mal Amazon, um die Machbarkeit einer Hauptspeicherdatenbank unter Beweis zu stellen. Wir werden dann die Column Store versus dem Row Store Organisation der Daten hier erklären. Dann OLAP und OLTP, die beiden Unterschiede und wie man die in einem System vereinen kann durch Snapshotting. Ja, OLAP, wie gesagt, ist Online Analytical Processing und OLTP ist das transaktionale Geschehen auf der Datenbank. Das ist auch die Grundlage der modernen Anwendung wie SAP HANA. Dann geht es um die Kompaktifizierung der Daten, um den Hauptspeicher bestmöglich nutzen zu können. Mehr Benutzersynchronisation, wie kann ich die Transaktionen dann auf der Hauptspeicherdatenbank synchronisieren, effizient, ohne dabei groß an Performance zu verlieren. Indexierung ist insbesondere für die OLTP-Anwendung notwendig, wo sie Punktzugriffe haben. Und für OLAP ist es weniger wichtig, wo das meiste dann doch brute force durch einen sogenannten Full-Table-Scan abgearbeitet wird. Dann werden wir uns noch der Multicore-Anfragebearbeitung widmen, weil die modernen Hardware-Server heutzutage eine Vielzahl von Threads ermöglichen, da sie so viele Rechenkerne haben. Also wir haben mittlerweile Rechner im Einsatz mit 60 oder noch mehr Rechenkernen, die man dann parallel betreiben muss. Gut, steigen wir mal gleich ein. Wahlspruch von Jim Gray, der vor vielen Jahren, vor 10 Jahren oder so, mit seinem Segelboot verschwunden ist, war ein sehr einflussreicher Datenbankentwickler, der dafür auch den Turing-Preis bekommen hat für seine Arbeiten, insbesondere zu System R, der IBM-Datenbank und auch für Microsoft. Disk is tape, tape is dead. Also das soll ausdrücken, dass heute diskbasierte Systeme einfach zu langsam sind. Und die Zeit ist reif für ein Re-Engineering der Datenbanksysteme. Und man kann heute für etwa 25.000 Euro einen Datenbankserver mit einem ganzen Terabyte Hauptspeicher kaufen und der mindestens 32, vielleicht mittlerweile sogar 60 Rechenkerne hat. Ja, also das ist eine typische Serverarchitektur, die sich jeder Mittelständler heute leisten kann und so seine gesamte Datenverarbeitung dann tatsächlich im Hauptspeicher durchführen kann. So einen Rechner haben wir auch im Labor. Das hier ist unser sogenannter Hyper-1-Rechner. Das ist noch nicht die größte Ausbaustufe, die wir haben, aber der soll schon mal reichen, um das zu demonstrieren. Dieser Rechner besteht aus 4 Sockets. Das hier sind die Sockets. 4 Sockets. Jeder Socket, das ist hier gehighlightet, hat 8 Kerne. Und jeder Kern hat das ist hier nochmal gehighlightet, und die eine andere Farbe nehmen. Also hier ist der Kern 3. Der Kern 3 selbst wieder hat sogenannte 2 Hardware-Kontexte, Hyper-Thread 1 und 12 und Hyper-Thread 44. Jeder Kern hat seinen eigenen Level 1 Cache von 32 Kilobyte und zusätzlich ein Level 2 Cache von 256 Kilobyte. Der Level 3 Cache, der wird geteilt unter allen Sockets, unter allen Kernen eines Sockets. Also hier CPU 0 hat einen Level 3 Cache von 24 Megabyte. Ja, und an diesen Sockets angekoppelt sind die Speicherriegel, sind hier gezeigt. Ja, in diesem Falle, bei diesem Rechner, bei dieser Konfiguration haben wir
16 mal 16 Gigabyte pro Socket. Ja, wenn man das aufaddiert, 4 mal 16 mal 16 GB, wenn man das richtig rechnet, ich werde es jetzt hier nicht ausrechnen, ist in der Größenordnung von einem Terabyte. Ja, also schon deutlich größer als das, was Sie typischerweise im Wohnzimmer zur Verfügung haben. Man bekommt allerdings diese Mehrkernparallelität und auch diese große Speicherausbaustufe nicht geschenkt sozusagen, sondern sie geht einher mit der sogenannten NUMA-Architektur. NUMA steht für Non-Uniform Memory Access. Es wird oft als Marketing-Argument verwendet. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich nichts Gutes. Was bedeutet NUMA? NUMA bedeutet, dass wenn ein Rechenkern hier in dieser Rechenkern 5 auf einen Speicherbereich zugreift, der lokal verbunden ist, dann geht das sehr schnell. Wenn er allerdings auf einen Speicherbereich zugreift, der hier liegt zum Beispiel, dann dauert das länger. Ja, es ist nichtsdestotrotz transparent für Sie als Programmierer. Sie werden da keinen Unterschied sehen. Es ist sogar so, dass das Betriebssystem, wenn Sie Linux zum Beispiel verwenden und dort ein Array, ein großes Array allokieren, dann wird dieses Array automatisch über alle Speicherriegel hier verteilt, uniform verteilt. Ja, aber diese uniforme Verteilung oder Round-Robin-Verteilung, die würden wir im Datenbankbereich ausschalten, um dann doch explizit zu kontrollieren, wo die Daten liegen, weil es natürlich sinnvoller ist, nur mal lokale Daten zu verarbeiten. Also nur mal lokale Verarbeitung. Ist das A und O für eine effiziente Datenverarbeitung. Gut, so viel zur Rechnerarchitektur. Ja, das QPI, das ist ein Intel-spezifisches Rechnernetzwerk, das die Sockets miteinander verbindet. Es kann voll vernetzt sein oder auch dünner vernetzt. Ja, hier ist ein 4-Socket-Rechner gezeigt. Standardrechner heute, wenn Sie mit Rechnerclustern arbeiten, sind eher 2-Socket-Rechner. Gut. Also hier ist es nochmal gezeigt, eine Konstellation, wo wir einen Cluster betreiben. Hier unten haben wir den Cluster von Rechnern. Und dieser Cluster besteht in diesem, das ist auch der Cluster an unserem Lehrstuhl, mittlerweile glaube ich schon etwas stärker ausgebaut mit 8 Rechnern. Dieser Rechnercluster besteht also aus einzelnen Mehrkernrechnern, in diesem Falle sind es Rechner mit 2 Sockets, CPU 0 und CPU 1. Die haben jeweils, also in dieser Konstellation, 8 mal 16 GB Hauptspeicher, oder DRAM genannt. Und sind verbunden über dieses QPI-Netzwerk, sodass wenn der Kern hier, also jeder dieser Sockets hat jetzt in diesem Falle 10 Rechenkerne, wenn der hier drauf zugreift, dann geht es sehr viel schneller, als wenn der hier drauf zugreift. Und noch langsamer geht es natürlich, wenn dieser Rechner dann auch noch übers Netzwerk zugreifen muss. Das malen wir mal in blau dazu. Ja, wenn er, also das hier ist ja dieser Host 1, wenn der jetzt auf den Speicherriegel zugreift, der in Host 3 liegt, ja, dann dauert es noch mal länger. Ja, weil dann geht es hier über das lokale Netz.
Da sollte man natürlich ein sehr effizientes Breitbandnetz verwenden. Wir haben hier InfiniBand im Einsatz, nicht in der allerhöchsten Ausbaustufe, sondern InfiniBand QDR gibt es mittlerweile noch mehr. Also das hat eine Bandbreite von 4 GB pro Sekunde. Ja. Die QPIs haben 16 GB pro Sekunde und der direkte Zugriff auf NUMA lokalen Speicher ist in der Größenordnung von 60 GB pro Sekunde. Ja, da liegt also jeweils nochmal ein entsprechender Faktor 4 dazwischen. Ja. Also lokaler Zugriff, der rote Weg ist ein Faktor 4 schneller als der schwarze Weg und der blaue Weg zu einem entfernten Rechner ist nochmal ein Faktor 4 langsamer als der schwarze Weg. Ja, also der blaue Weg hier geht ja zu einem entfernten Speicherriegel. Das muss man beachten, wenn man so ein System nicht nur parallelisiert, sondern verteilt bauen will. Wenn man ein Datenbanksystem dann über mehrere Rechnerknoten in einem lokalen Netz verteilen will. Okay, kommen wir zum Einsatz von Hauptspeicherdatenbanksystemen. Das ist so eine gewisse Motivationsstudie oder Folie, die wir uns beim Einsatz unseres Systems Hyper, das wir hier am Lehrstuhl entwickelt haben, gesetzt haben. Wir wollten ein hybrides OLTP-OLAP-System, das die besten Eigenschaften beider Welten vereint. Es gab vorher schon reine OLAP-Systeme. Dazu gehören zum Beispiel Vertica, gehört mittlerweile zu HP, oder SAP HANA würde man auch dazu zählen, oder entsprechende Accelerator von SAP und von IBM, ISAU. Das sind dedizierte OLAP-Engines oder ja, Maschinen. Dann gab es auch dedizierte, in einer anderen Farbe, OLTP-Systeme. Bekannte sind zum Beispiel P-Time von SAP, das in HANA übergegangen ist. Also wesentliche Teile davon sind jetzt in HANA zu finden. Times 10 ist ein altes System von Oracle mittlerweile, SolidDB oder VoltDB von Stonebreaker, dem Erfinder auch von PostgreSQL. Wir wollten diese beiden Welten vereinen, sodass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, auf diesen ETL-Vorgang. Ja? Typischerweise war es ja so, dass wir hier bei dieser Architektur hat man ein OLTP-System, gegen das die Transaktionen laufen. Dann hat man einen sogenannten ETL-Vorgang. Extract, Transform, Load in ein dediziertes OLAP-System. Ja, und gegen das OLAP-System waren dann die Queries. Ja, sollte hier T drüber schreiben. Oder TX für Transaktionen. Ja. Die analytischen Queries wurden dann gegen das Data Warehouse. Das war das Data Warehouse. Und das hier das die eigentliche OLTP-Engine. Und durch ETL hat man natürlich immer das Problem, dass es zeitverzögert ist. Zeitverzögert und aufwendig, sodass man keine Realzeitanalysen der Daten durchführen kann. Ja. Was wir wollten, ist das Ganze vereinheitlichen zu einem Datenbanksystem, das beide Workloads verarbeiten kann. Ja, also hybride Workloads. Heute nennt man solche Systeme HDAP-Systeme. Dieser Begriff kommt von Gartner, das ist ein Marktforschungsinstitut und steht für Heterogeneous. Also ist ein ganz moderner Begriff. Transactional, Analytical Processing. Hat sich mittlerweile etabliert und typische Beispiele dafür sind SAP HANA oder auch unser System Hyper und mittlerweile verwenden aber auch andere Systeme diesen Begriff.
auch wenn sie nicht originär als HDAP-Systeme gebaut worden sind. Gut, schauen wir uns jetzt nochmal die Machbarkeit an. Die Machbarkeit eines Hauptspeicherdatenbanksystems. Nehmen wir mal Amazon. Amazon hat ein Datenvolumen, das kann man abschätzen. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, ist aber jetzt schon ein paar Jahre her, hatte Amazon 15 Billionen Euro Umsatz. Also das sind amerikanische Billionen, das heißt, das sind 15 Milliarden. Ja? Also 15 mal 10 hoch 9 wäre das dann. Ja? 15 mal 10 hoch 9. Lass das heute ein Faktor 10 größer sein, dann wären es 15 mal, ja, wäre es heute vielleicht in der Größenordnung von 10 hoch 11. Ja? Durchschnittlicher Preis ist 15 Euro. Das heißt, wir haben 1 Milliarde Orderlines pro Jahr. 1 Milliarde Verkäufe pro Jahr. Das kommt etwa hin, das ist eine Transaktionsrate von 32 Verkäufen pro Sekunde, ja, im Durchschnitt. Natürlich bei Prime Day ist das höher. Die höchste Transaktionsrate hat übrigens Alibaba am sogenannten Singles Day. Die kommen da auf mehrere oder viele tausend Transaktionen pro Sekunde. Wie groß ist jetzt das Datenvolumen für einen Verkauf? Das ist relativ klein, weil es sind ja im Wesentlichen Fremdschlüssel auf die Produkte, auf den Kunden, auf den Preis und so weiter, auf den Lieferanten und so weiter. Also in einer typischen Benchmark-Anwendung, die so Amazon simuliert oder so ein E-Commerce-Unternehmen, hat man 54 Bytes pro Orderline, also pro Bestellungseingang. Ja, wenn man das jetzt hochrechnet mit den 15 oder mit der 1 Milliarde Bestellungen, dann kommen wir auf 54 Gigabyte pro Jahr. Lass das jetzt ein Faktor 3 oder so größer sein, können mal die neuen Zahlen von Amazon sich anschauen, sind wir vielleicht bei 150 Gigabyte pro Jahr. Das heißt, in einem Terabyte-Server, ja, in einem Terabyte-Server, das muss man jetzt kontrastieren mit einem 1 Terabyte Server. Ja, und den können wir uns schon leisten. Amazon kann sich locker einen 16 Terabyte Server. Das ist noch ein leichter, ja, das ist noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, einen 16 Terabyte Server leisten. Also Amazon könnte tatsächlich mehr oder weniger mit einer Hauptspeicherdatenbank sein Geschäft absolvieren. Ja. Und diese Transaktionsrate von ein paar tausend pro Sekunde schafft ein Hauptspeicherdatenbanksystem locker. Also wir haben in Benchmark-Anwendungen bis zu 100 oder bis zu 1 Million sogar Transaktionen pro Sekunde durchgebracht. Gut, damit das hier nicht so ganz steril bleibt, will ich Ihnen jetzt zur Motivation dann doch noch unser System kurz zeigen. Und welche Leistungscharakteristika man da hat. Das System sollten Sie ja selber schon mal verwenden, um Ihre Fingerfertigkeit in SQL zu trainieren. Es ist hier auf unserer Homepage vernetzt, das hyper-db.com oder .de System. Da gibt es das Web-Interface. Und dort ist so eine Amazon-Datenbank hinterlegt. Nicht ganz so groß, wie Amazon sie hätte, aber das wäre so eine typische Verkaufsdatenbank mit. Da haben wir ganz rechts die Bestellungen. Bestellungen bestehen jeweils aus 4 Bestellpositionen. Das sind die Line-Items. Dann gibt es ganz links die Lieferanten, die Supplier. Und darüber die Teile, die Produkte, die Amazon anbietet. In unserer Beispieldatenbank haben wir hier, das ist eine kleine Datenbank, die würde vielleicht ausreichen für Zalando vielleicht. Oder ja, vielleicht. Also hier haben wir in der Größenordnung von 6 Millionen, nicht Milliarden, sondern 6 Millionen Verkäufe abgelegt. Also Verkaufspositionen bei 1,5 Millionen Bestellungen. Wir haben hier nicht so viele Kunden, wie Amazon hätte. Amazon hätte ja 1 Milliarde Kunden. Wir haben hier 150.000 Kunden, also ist vielleicht ein kleiner Mittelständler.
Und das ist in der Customer-Tabelle 150.000 Kunden. Und dann sind noch geografische Informationen hier enthalten. Wenn wir uns jetzt mal so eine typische analytische Anfrage anschauen, dann nehmen wir wieder aus dem Benchmark die Query 7. Die zeigt jetzt hier den Handelsüberschuss zwischen Deutschland und Frankreich. Das sieht man hier unten in der roten Farbe. Ja, Frankreich, France und Germany. Was heißt Handelsüberschuss? Ja, Handelsüberschuss heißt, wir addieren auf die Verkäufe, die von französischen Lieferanten an deutsche Kunden gehen und umgekehrt von deutschen Lieferanten an französische Kunden und setzen das zueinander in Beziehung und gruppieren das nach Verkaufsjahr. Ja, also das ist eine typische Anfrage, die verarbeitet also jetzt in der Größenordnung von 8 oder ja, etwa 8 Millionen Datensätzen in unserer Datenbank. Das ist ein sehr kleiner Rechner, so ein typischer Aldi-PC mit 32 GB RAM, also Hauptspeicher. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie lang so eine Query dauert. Und das ist hier auch dargestellt. Also das längste ist eigentlich die Optimierungs- und Kompilationszeit. Unser Datenbanksystem kompiliert Anfragen im Gegensatz zu der interpretativen Beantwortung von Anfragen in traditionellen Datenbanken. Dadurch erzielen wir nochmal eine höhere Leistung. Und die Execution Time, wie es hier angegeben, mit 78 Millisekunden. Also es dauert gerade mal eine Zehntelsekunde. Naja, wenn man die Kompilationszeit mit dazu nimmt, dann brauchen wir hier eine Fünftelsekunde etwa. Ja, also diese Geduldsspanne sollte auch ein Manager wie Bezos oder so aufbringen. Gut, das ist natürlich jetzt eine kleine Datenbank im Vergleich zu Amazon. Andererseits ist das natürlich auch ein sehr kleiner Rechner mit, ich glaube, nur 4 Kernen. Und insofern muss man das natürlich in Beziehung setzen zu einem hoch ausgebauten Server, oder möglicherweise sogar einem Rechencluster. Aber was bedeutet das jetzt? Eine Fünftelsekunde. Ein traditionelles diskbasiertes System wie Oracle oder DB2 oder Microsoft SQL Server würde hierfür mindestens 10, Faktor 10 oder Faktor 100 sogar, mehr Zeit benötigen. Wir können uns natürlich als Menschen Größenordnung schwer vorstellen. Was bedeutet ein Faktor 100? Der Hasso Plattner von SAP, der wird nicht müde zu behaupten, dass das wirklich eine Revolution im betriebswirtschaftlichen Anwendungsbereich darstellt. Ja, Sie können sich das am einfachsten vorstellen, wenn Sie sich mal überlegen, dass Sie von München nach Berlin in 4 Stunden reisen können mit dem neuen ICE. Ja, wenn Sie jetzt einen Faktor, 4 Stunden sind 240 Minuten, ja, wenn Sie jetzt einen Faktor 100 schneller wären, ja, dann brauchen Sie auf einmal nur noch 2,5 Minuten. Das würde bedeuten, dass München ein Vorort von Berlin oder umgekehrt, aus bayerischer Sicht natürlich eher Berlin ein Vorort von München würde. Und man könnte locker zwischen diesen beiden Städten hin und her fahren, um zu arbeiten oder zum Beispiel. Ja? Also ein Faktor 100 ist wirklich eine Größenordnung, die substanzielle Unterschiede macht im betriebswirtschaftlichen Anwendungsbereich. Auf einmal sind Sie nämlich in der Lage, in Realzeit betriebswirtschaftliche Analysen durchzuführen und darauf auch zu reagieren. Ja? Also wenn sich Ihre Verkaufszahlen irgendwie in einem Bereich verschlechtern oder so, können Sie sehr schnell irgendwelche Marketingmaßnahmen oder Preisreduktionen und dergleichen durchführen. Und das ist auch genau das, was Amazon fast sekündlich oder minütlich macht. Anpassung der Preise, ja, gemäß des Auftragsvolumens und der Kundenbereitschaft, diese Preise auch zu bezahlen. So, ich hatte gerade schon darauf hingewiesen, dass es zwischen einem Hauptspeicher-Datenbanksystem und einem traditionellen Hintergrundspeicher-Datenbanksystem ein Performance-Unterschied von einem Faktor 100 etwa geben kann. Und das lässt sich auch in der Realität nachweisen durch Benchmarking. Woher resultiert jetzt dieser Performance-Unterschied? Warum sind
herkömmliche Datenbanksysteme so wahnsinnig langsam im Vergleich zu Hauptspeicherdatenbanksystemen. Das wurde hier mal untersucht und hier in diesem Pie-Chart, im Kuchendiagramm, ist dargelegt, wo die Zeit bleibt. Also wenn man eine typische Anwendung, wie zum Beispiel so ein Online-Transaktionssystem für Verkäufe anschaut, wenn man das in C++ realisieren würde, ohne Sicherheitsmaßnahmen, also ohne Mehrbenutzersynchronisation und ohne Logging, also ohne Recovery-Komponente, dann könnte man das in 7% der Zeit abarbeiten, die ein typisches Hintergrundspeicher-Datenbanksystem wie Oracle, DB2 oder Microsoft SQL Server benötigt. Die traditionellen Datenbanksysteme verwenden oder benötigen die meiste Zeit oder die meiste Performance geht durch die Pufferverwaltung verloren. Ja, Sie erinnern sich noch an diese Architektur eines Datenbanksystems, da hat man den Hintergrundspeicher und dann gibt es darüber den Systempuffer, der ist unterteilt in Seiten. Und dann gibt es ein Kommen und Gehen zwischen, das ist die Einlagerung und Verdrängen. Ja, wie die virtuelle Speicherverwaltung. Ja, das ist ein Kommen und Gehen. Die Seiten haben ihre Heimatlokation hier auf der Platte und die werden dann hin und her kopiert. Ja, und diese Indirektion, dass man benötigt nämlich dann hier eine entsprechende Hash-Tabelle, um zu gucken, ist die Seite im Hauptspeicher, also im Systempuffer, das hier ist der Systempuffer, oder auf dem Hintergrundspeicher. Ja, diese Indirektion, die verschlingt 35% der Performance. Dann die Mehrbenutzersynchronisation, basierend auf Sperren und Latching der Indexstrukturen, frisst nochmal 30% der Performance. Ja, oder 30% der Gesamtzeit wird darin vergeudet oder verschwendet oder benötigt. Das eigentliche Logging für die Recovery-Komponente ist noch vergleichsweise billig, kostet 12%. Die müssen auch Hauptspeicher-Datenbanksysteme realisieren. Ja? Am Logging kommen sie natürlich nicht vorbei, weil nur dadurch ist die Datensicherheit gewährleistet. Und dann gibt es noch 16% Optimierungspotenzial. Okay? Also diese Komponente hier ist der Knackpunkt. Warum ist das so? Ja, da müssen wir uns jetzt nochmal die Speicherhierarchie vor Augen führen. Ja? Ein Rechner hat eine Speicherhierarchie. Auf der obersten Ebene haben wir die Register. Davon gibt es nur relativ wenige, je nach Prozessor, aber mehr als 100 oder ein paar hundert gibt es davon nicht. Der Compiler ist verantwortlich, Daten in die Register zu laden, um sie dann dort in schnellstmöglicher Performance zu verarbeiten. Unterhalb der Register gibt es die Level 1, 2 und 3 Caches. Hatte ich eben gezeigt bei unserem Mehrkernrechner. Level 1 und 2 ist dediziert für die einzelnen Kerne. Level 3 wird pro Socket global verwendet. Ja? Alle Rechnerkerne eines Sockets greifen auf den gleichen Level 3 Cache zu. Ist natürlich dann in der Größe und in der Abstufung auch entsprechend. Ja? Ein Level 3 Cache ist langsamer als ein Level 1 Cache, dafür aber auch viel größer. Wer ist verantwortlich, Daten in den Level 3, 2 und 1 Cache zu laden? Ja, das macht das Betriebssystem bzw. der Prozessor automatisch. Wenn Sie auf ein Datum zugreifen, dann wird die Cache-Line, die um dieses Datum herum liegt, automatisch in die Caches geladen. Dann gibt es den Hauptspeicher, das ist bei unserem Rechner dieses 1 Terabyte, das in einer NUMA-Architektur dann auch nochmal unterschiedliche Performance hat. Gut, dann gibt es den Plattenspeicher, heute oftmals durch SSDs ersetzt, also durch Flash.
Viele von Ihnen haben ja mittlerweile auch Laptops, die SSDs anstatt einer rotierenden Platte verwendet. Trotzdem sind die rotierenden Platten noch nicht tot. Sie werden insbesondere für die Archivierung und auch fürs Logging immer noch verwendet, weil sie einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und dann gibt es die Archivspeicher, das sind die Bänder, die werden, oder auch DVDs und dergleichen, derartige Medien, die werden hauptsächlich für die Archivierung von Daten verwendet. Also der Zugriff auf solche Daten dauert natürlich sehr lange, aber die haben jetzt auch wieder ein Revival erfahren durch zum Beispiel YouTube. Mir wurde von den Google-Kollegen mal berichtet, dass die durchschnittliche Zugriffszahl pro YouTube-Video 0 ist. Ja, oder der Median ist 0. Ja, das heißt, wir sind alle derartige Selbstdarsteller, dass wir Videos hochladen, die, für die sich kein Mensch interessiert. Trotzdem darf YouTube die nicht wegwerfen, sondern die werden dann einfach auf billige Magnetbänder gespeichert. Und wenn dann doch mal jemand drauf zugreift, dann dauert der Zugriff natürlich entsprechend lange, weil da teilweise sogar erst ein Lastwagen in das Warenhaus, nein, Lastwagen vielleicht nicht, aber ein Roboter muss das Band erst einlegen und dann geht der Zugriff darauf. Okay, welche Leistungskriterien haben wir oder welche Größen haben wir denn hier? Also, die Register haben eine Größe von 8 Byte heutzutage. Dann die Caches, die laden Cache-Lines. Ich glaube, bei Intel ist es mittlerweile 64 Byte Größe. Ja, und die Kapazität hatten wir eben schon gesehen, des Level 3 Caches ist im Bereich von Megabyte, nicht Gigabyte. Dann haben wir den Hauptspeicher, der ist in der Regel unterteilt in Seiten. Das Betriebssystem Linux verwendet zum Beispiel standardmäßig 4 Kilobyte Seiten. Ja. Und dann haben wir die Plattenspeicher, das, der Austausch hier zwischen Hauptspeicher und Plattenspeicher, der geht dann natürlich auch in dieser Größenordnung 4 bis 64 Kilobyte. Bei Datenbankanwendung macht man die Datenseiten eher etwas größer, 32 Kilobyte oder dergleichen. Ja, und der Benutzer ist verantwortlich für die Archivierung für Daten, also vom Plattenspeicher auf den Archivspeicher zu katapultieren. Und jetzt kommen wir zur, Zugriffszeit. Also, wenn Sie ein Datum im Register haben, dann können Sie das in einer Nanosekunde verarbeiten. Ja, 1 bis 10 Nanosekunden. Das entspricht der Umkehrung der Taktfrequenz. Ja, Rechner sind heute in der Größenordnung von Gigahertz getaktet. Das entspricht 10 hoch 9 Taktzyklen pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier eine Zugriffszeit von 10 hoch minus 9 Sekunden. Ja, Nanosekunde ist eine 10 hoch minus 9 Sekunden. Ja? Also das ist eine ziemliche Größenordnung. Dann haben wir die Caches. Da dauert der Zugriff 10 bis 100 Nanosekunden, also schon Faktor 10 mehr als im Register. Deshalb sollte man bei Datenbankanwendungen immer auf datenzentrische Verarbeitung achten. Das machen wir auch in Hyper zum Beispiel so, dass wir Daten so weitgehend bearbeiten wie möglich, weil wir sie einmal im Register haben und dann alle Verarbeitungsschritte, die mit diesem Datum möglich sind, durchführen. Das nennen wir auch Pipelining bei der Anfrageverarbeitung. Gut, dann der Zugriff auf den Hauptspeicher, der dauert dann schon nochmal einen Faktor 10 länger. Da sind wir dann schon tatsächlich im Bereich von Mikrosekunden. Ja, 1000 Nanosekunden ist eine Mikrosekunde. Aber jetzt kommt's. Der Zugriff auf den Plattenspeicher, das sollte ich dann vielleicht mal in Rot da einzeichnen, der ist jetzt problematisch, weil der dauert 10 Millisekunden. Und hier sind wir nicht mehr bei einem Faktor von 10 oder 100 oder so, sondern hier sind wir bei einem Faktor von 10 hoch 5. 10 hoch 5 ist eine 1 mit 5 Nullen. Also wir haben hier einen Faktor von 100.000. Ja, das
ist 100.000 Mal langsamer, auf ein Datum hier im Plattenspeicher zuzugreifen, als wenn Sie es im Hauptspeicher haben. Also das ist, also müssen wir beachten, wir hatten hier gesagt, hier sind wir im Bereich von Nanosekunden, gut 1000 Nanosekunden oder 100 bis 1000, und hier sind wir Millisekunden, und dazwischen gibt es noch Mikrosekunde, ja, also zeigen Ihnen das nochmal auf, Nanosekunde, Mikrosekunde, Millisekunde und dann Sekunde, ja, und da liegt jeweils ein Faktor 1000 dazwischen. Ja, das muss man bei der Datenverarbeitung berücksichtigen. Okay? Der schon mal zitierte Jim Gray, der hat hier diese Analogie geprägt, damit wir uns das vorstellen können. Weil wir Menschen können mit einem Faktor 10 hoch 5 überhaupt nicht umgehen. Das ist jenseits unserer Vorstellungskraft eigentlich. Ja? Wenn wir ein Datum im Register haben, dann ist es so, wie wenn wir es im Kopf gespeichert haben und bei der Klausur direkt abrufen können. Bei einem Cache, da ist das Datum im Studentenzimmer, im Wohnheimzimmer irgendwo abgelegt und man braucht 10 Minuten, um es zu suchen. Hauptspeicher wäre so, wie wenn das Datum, Sie sind in Garching und das Datum ist im Einwohnermeldeamt in München, brauchen Sie für den Roundtrip hin und zurück 1,5 Stunden, je nach Verkehr. Ja? Und jetzt kommt's. Dieser Faktor 10 hoch 5, der wird hier abgebildet mit einer Reise zum Pluto. Ja? Das Datum ist jetzt nicht mehr in München und auch nicht mehr in Deutschland, sondern auf Pluto. Und Sie brauchen 2 Jahre, um es mit einer Rakete zu holen. Und im Archivspeicherbereich, da haben wir Zugriffszeiten von Sekunden oder Minuten, wenn da Roboter eingeschaltet werden. Und dann wäre das Datum schon auf Andromeda und Sie brauchen 2000 Jahre, um es zu holen. Ja? Ist hier noch mit der Rakete symbolisiert. Ja, das kann man sich einprägen um die relativen Zugriffsgeschwindigkeiten. Ja, und das ist genau der Knackpunkt hier. Die Reisen zum Pluto, die ein herkömmliches Hintergrundspeicherdatenbanksystem noch absolvieren muss, die fallen bei einem Hauptspeichersystem weg und zusätzlich fällt auch die Indirektion weg beim Zugriff. Ja, Sie können ein hintergrundspeicherbasiertes System nicht dadurch genauso schnell machen, indem Sie einfach ganz viel Hauptspeicher spendieren und den Systempuffer so groß machen, dass fast alles oder mehr oder weniger alles im Systempuffer Platz findet. Ja, es wird trotzdem nicht genauso schnell, weil Sie immer diese Indirektion haben, weil die Systeme sind so gebaut, dass Sie nicht sicher sein können, dass das Datum im Hauptspeicher liegt, sondern es könnte auch im Hintergrundspeicher liegen, auch wenn der Hauptspeicher groß genug ist, ja. Okay, was wird zusätzlich noch optimiert in den Hauptspeicherdatenbanksystemen? Vor 20 Jahren etwa ging eine Transformation im Datenbankbereich vonstatten. Früher hat man Daten als Raustor, so klassisch, wie Sie sich so ein zweidimensionales Array vorstellen, organisiert. Also hier diese Relation R mit den Attributen A, B, C, D, E, die wurde typischerweise tupelweise oder zeilenweise, row-wise, abgespeichert. Ja? Also diese Zeile hier, die finden Sie dann hier. Ja, und die nächste Zeile liegt in dem eindimensionalen Speicher, den wir ja nun mal zur Verfügung haben, die liegt dann direkt dahinter. Ja, die nächste Zeile. Ja, warum ist das nicht unbedingt so effizient? Schauen wir uns mal an, eine typische betriebswirtschaftliche Analyse. Query, hier oben. Select sum von A from R. Ja, da wird einfach das Attribut A aufsummiert. Ja, wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass das A hier nicht zusammenhängend gespeichert ist, sondern das A ist gestückelt. Da ist ein A, da ist ein A, da ist ein A und so weiter. Ja? Hier ist ein A und so weiter. Aber in die Caches werden ja ganze Cache-Lines geladen. Das heißt, die Caches werden jetzt nicht gut ausgenutzt. Ja, warum nicht?
Weil hier zum Beispiel beim ersten Zugriff wird so eine ganze Cache-Line hier in diese Caches geladen. Level 2, Level 3, Level 1 auch noch. Ja. Das letzte zum Beispiel hier, wenn wir am Ende der Bearbeitung sind, dann sehen wir das hier, dass das ist das letzte, was geladen wurde. Und das heißt, die Caches werden nicht gut ausgenutzt. In den Caches wird sehr viel Platz verschwendet, weil der sinnvolle Teil in den Caches ist ja nur dieser hier. Ja? Das heißt, der ganze Rest hier, der wird vergeudet. Ja? Das passiert deswegen, weil wir die zeilenweise abgespeichert haben in der Vergangenheit. Und in den OLAP-Anfragen, in den analytischen Anfragen, arbeitet man eher spaltenbasiert. Und deshalb hat sich da eine Transformation abgezeichnet. Heute würde man Daten in der Regel als Column Store verwalten, weil die analytischen Anfragen dadurch deutlich schneller werden und die transaktionalen, die zugegebenerweise ganze Zeilen bearbeiten, die werden nur unweigerlich langsamer, weil die arbeiten nicht so große Datenvolumen wie die analytischen Anfragen. Das heißt, Transaktionen werden ein bisschen bestraft durch den Column Store, aber nicht so grundlegend. Das macht nur vielleicht 20% aus, aber die analytischen Anfragen dieser Art, wo viele Daten verdichtet werden, ja, so Cube-Anfragen zum Beispiel, Group-By-Anfragen und so weiter, ja, die werden Faktoren schneller. Das ist hier jetzt gezeigt, ja. Wenn wir die Daten jetzt hier so ablegen, dass jeweils eine Spalte zuerst kommt, bis 09, ja, das ist die erste Spalte. Dann kommt die nächste Spalte. Die wir aber gar nicht benötigen für diese Anfrage. Ja? Das heißt, wir haben jetzt größtmögliche Ausnutzung der Caches, denn die Cache-Lines, die gehen bis hierhin in diesem Beispiel. Ja? Also, wenn das kleine Integer sind, dann passt dieser Teil, dann passen 1, 2, 3, 4, 5 solche Zahlen zum Beispiel in eine Cache-Line. Und diese Cache-Line wird geladen hier. Wird natürlich über alle Caches hier dann auch zur Verfügung gestellt. Das wäre der Level 1 Cache. Und die Caches hier werden bestmöglich ausgenutzt. Da ist jetzt sogar noch viel Platz für weitere Ladevorgänge von relevanten Daten. Ja? Also, wie gesagt, für Analyseanfragen ist das maßgeblich und sehr gut. Wenn Sie jetzt ganze Tupel bearbeiten wollen, dann liegen die natürlich hier quer. Ja, hier, das ist ein Tupel, das hier quer liegt. Und dieses Tupel hier, das müsste man sich dann hier entsprechend zusammensuchen. Ja, das ist klar, aber das beeinträchtigt Transaktionen, verlieren 20% Performance. Ja, wohingegen Analysevorgänge, die werden Faktoren beschleunigt. Vielleicht 10-fach bis 100-fach schneller im Column Store Format. Ja, deshalb hat sich diese Architektur durchgesetzt. Warum ist das so? Ich hatte es schon gesagt hier, weil wir hier diese Caches haben. Und diese Caches hier, die werden bestmöglich ausgenutzt, wenn wir den Column Store haben. Wohingegen beim Row Store werden diese Caches sehr schlecht ausgenutzt und wir haben sehr viele Cache-Line-Zugriffe. Ja? Es ist sogar so, dass der Prefetcher hier, wenn Sie das erste Datum hier verarbeiten, also die 01, dann wird der Prefetcher schon hingehen und die nächste Cache-Line auch laden, weil er merkt, dass Sie hier sequenziell durch die Daten durchgehen bei der Summation. Oder dass das hier ein Full-Table-Scan ist und dass dann schon die nächste Cache-Line geladen werden kann. Also das macht der Prefetcher, der im Zusammenspiel mit Betriebssystem und Prozessor die Caches befüllt. Sodass Sie, wenn Sie zum nächsten Datum kommen ist oder zur nächsten Cache-Line kommen, dann ist die gar nicht mehr einzulagern, sondern die ist schon da.
Okay, also bestmögliche Ausnutzung der Caches, die die schnelle Datenverarbeitung gewährleisten. Schauen wir uns jetzt ein konkretes Beispiel mal an und dort, wie Sie sich so einen Row Store im Vergleich zu einem Column Store vorstellen können. Wir haben hier eine Verkäuferrelation mit Produkt, Kunde, Preis und Filiale. Kemper hat ein Handy gekauft für 345 Euro in Schwabing. Micky hat ein Radio in Bogenhausen gekauft für 123 Euro und so weiter. Ja. Wenn Sie jetzt hier auf dieser Row Store jetzt eine Anfrage stellen, was ist der Gesamtumsatz, den wir erzielt haben, dann Select Sum Price from Verkäufe. Ja. Dann haben wir hier nicht diesen sehr schnellen Zugriff auf diese Spalte, sondern das Datenbanksystem wird immer wieder hier diese Daten, die um diese einen Wert herumliegen, diese Cache-Lines immer wieder laden. Ja? Das sind die Cache-Lines. Ja, und die verschwenden die teuren Caches oder die kostbaren Caches, die sehr schnelle Datenverarbeitung gewährleisten. Also das ist der Nachteil dieser Row-Store-Organisation, die aber Jahrzehnte vorgeherrscht hat, weil wir nicht, weil es schon eine etwas revolutionär oder im Betriebswirtschaftlichen würde man sagen, ein disruptives Denken erforderte, davon abzurücken, von diesem Row-Store, weil man ja eigentlich denken würde, dass so ein Verkauf ist so eine ganze Zeile, ja. Wie sieht der Column Store aus? Im Column Store würden wir jetzt den einzelnen Daten solche Surrogate geben. Diese Surrogate werden aber nicht mal abgespeichert. Ja? Wir würden also die Zeilen hier durchnummerieren. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Zeilennummer, die braucht man aber gar nicht abspeichern. Hier ist es zwar gezeigt als ID, aber das ist einfach ein Index in einen Vektor. Ja? Das heißt, Handy steht an der nullten Position des Vektors, Radio an der ersten, Handy wieder an der zweiten und so weiter. Camper steht dann an der nullten des Kunde-Vektors. Das sind also Vektoren. Das sind keine, ja. Und so weiter. Ja, und hier haben wir die Preisvektoren. Wenn wir jetzt die Anfrage machen, Select some price from air, oder vom Verkäufe, dann haben wir hier sehr dicht gespeichert diese Informationen zur Verfügung. Ja, das ist hier jetzt gezeigt. Hier sogar noch eine etwas kompliziertere Anfrage gezeigt, wo wir dann auch noch einschränken auf Handy. Ja, jetzt werden zwei dieser Vektoren werden jetzt benötigt, nämlich Produkt und Preis im Zusammenspiel. Ja. Wie könnte die schrittweise Abarbeitung jetzt aussehen? In der einfachsten Variante. Wir gehen durch den Produktvektor durch und merken uns, welche Positionen Handy sind. Diese, diese und diese. Also 0, 1 und 5. Da machen wir so eine Art Positionsjoin mit dem Preisvektor. Wir wissen also, dieser Preis hier, das ist auch effizient, weil das ist so eine Art Merge-Join, ja. Das ist nämlich ordnungserhaltend hier. Die sind sortiert in der Reihenfolge. Ja? Wir brauchen hier einmal nur durchgehen, von oben nach unten. Das ist kein Wahl, also kein zufälliger oder Random Access, sondern wir gehen immer hier durch, 233 und hier 321. Ja? Dann bringen wir den Preisvektor und das wird summiert und dann ist die Anfrage abgearbeitet. Ja? In diesem Falle werden zwei Vektoren benötigt. Aber es ist trotzdem deutlich schneller, als wenn Sie das zeilenweise machen und da die ganzen Caches verschwenden. Die Column Store Speicherung, die geht meistens auch noch einher mit einer zusätzlichen Komprimierung. Die einfachste Variante oder ja, eine sinnvolle Variante ist zumindest bei Strings des Dictionary Compression. Es werden auch noch andere Run-Length Encoding und solche Sachen werden auch noch verwendet.
Aber bei Strings wird man in der Regel Dictionaries, Wörterbuchkomprimierung machen. Das heißt, die Daten werden einfach in einem Wörterbuch sozusagen gespeichert und kriegen dann IDs zugeordnet. Ich habe hier mal ein ordnungserhaltenes Wörterbuch genommen. Wir in der Hyperentwicklung haben uns gegen ein ordnungserhaltenes Wörterbuch entschieden, aber SAP in der HANA-Entwicklung zum Beispiel verwendet tatsächlich ein sortiertes Dictionary, was natürlich bei Inserts und so teuer ist, ja, weil dann müssen Sie hier entsprechend Vorkehrungen treffen, dass Daten in die Mitte reinkommen. Ja, also Augsburg ist 0, Beamer 1, Bogenhausen 2. Ich habe ja auch ein Wörterbuch genommen, das über verschiedene Columns hinweg geht, also Filiale und Produkt und Kunde. Ja, alle Strings, die es hier gibt, werden hier in einem Wörterbuch abgelegt. Also in diesem Fall ist es hier nur, sind hier nur Daten drin von Filiale und von Produkt. Kundennamen sind hier nicht mal mit drin. Ja. Okay, Augsburg hat dann den 0, Beamer 1, Bogenhausen 2 und so weiter. Das heißt, der Produktvektor besteht jetzt also de facto nur noch aus kleinen Integerzahlen. Ja, die IDs sind sowieso weg. Ja, das sind einfach nur Indexpositionen in dem Vektor. Und dann besteht der Vektor hier aus kurzen Integern. Halt so viel von der Länge her, wie sie, wie sie benötigen für die Kardinalität des Dictionaries. 3, 6, 3, 4 und so weiter. Und hier bei der Filiale analog. Ja, das heißt, die 3 ist das Handy. Das muss man dann entsprechend wieder umsetzen. Okay. Wenn wir jetzt den Unterschied zwischen RowStore und ColumnStore mal quantifizieren wollen, dann könnten Sie das selber als versierte oder mehr oder weniger versierte C++-Programmierer selber mal machen. Machen Sie das ruhig mal. Die Skelette dieser Anwendung sind Ihnen im Buch vorgegeben und dann können Sie damit selber mal experimentieren und vielleicht damit auch Ihre Fingerfertigkeit in der Systemprogrammierung mit C++ üben. Ja, also nehmen wir mal so eine typische Kunden-, Länder-, Produkte-, Verkäufe-Datenbank. Ja, dann haben wir hier diese relationale Struktur. Kunden haben eine ID, Name, einen Rabattcode, Double und ein Land. Ja, der ID sei identifizierend. Länder haben auch eine ID. Deutschland zum Beispiel hat die ID 49. Ja, dann der Name Deutschland hier. Und Steuern, ja, derzeit sind es noch 19%, bald dann 16%. Ja? Dann die Produkte sind identifiziert mit einer ID, mit einem Namen und einem Preis vom Typ Double. Und die Verkäufe, das sind dann im Wesentlichen Fremdschlüssel. Das ist einmal ein Fremdschlüssel auf den Kunden, dann auf das Produkt, auf Datum, Datum ist kein Fremdschlüssel, sondern ein Integerwert, ja, und Preis vom Typ Double. Okay, dann können wir hier, Kundendatenbank hier würde dann in SQL, das wäre jetzt eine SQL-Formulierung, Create-Table Kunden, ID Int, Name, Rabatt und Land. Ja, und wenn wir das jetzt simulieren wollen, so eine RowStore-Datenbank, dann würde man das in SQL, in C++ so machen, dass Sie hier ein Struct Kunde definieren mit diesen Attributen ID, Name, Charakter 30, Double Rabatt und Unsigned Land, dann ein Land, auch als Struct und so weiter. Produkt ist auch ein Struct, also ein Record in Datenbankterminologie. Und Verkauf ist auch ein Strukt mit den entsprechenden Attributen ID, Kunde, Produkt, jeweils Integerwerte, Datum und Preis. Ja, und die Datenbank im RowStore-Format, die besteht jetzt aus Vektoren von diesen Strukts. Ja, also Kunde wäre dann hier so ein Vektor und dieser Vektor, Kunde hat 1, 2, 3, 4, ja,
Das wäre dann der Vektor Kunde oder Kunden. Und ein Kunde hier wäre dann hier 007 Bond Rabatt 5% und Land wäre, was heißt England, weiß ich nicht, nicht 43, egal, machen wir Bond zu einem Deutschen, 49, ja? Okay, bei Land dann analog und bei Verkäufen auch, ja, das wäre dann die typische RAW-basierte, also zeilenbasierte Speicherung in einem Datenbanksystem. Und um dann zu dem Column Store Format würden wir es dann entsprechend anders organisieren. Ja, im Column Store Format würden Sie die Daten auseinandernehmen. Wir machen erstmal ein Template fest für Strings fester Länge. Also dieses Template hat eine Längeangabe als Parameter. Und das ist dann ein Struct vom Typ Character. Diesem Array der Länge. Ja? Das braucht man, damit Sie hier keine Indirektion bekommen für die Strings. Ja? Es hilft Ihnen nichts, dicht zu packen, wenn Sie nur Pointer packen. Ja? Sie müssen wirklich die Daten selber packen. Deshalb ist es auch sehr schwer, dass hier diese Anwendung hier in Java zu bauen, weil da alles irgendwie miteinander verzeigert wird und Sie deshalb keine Speicher kein Speichercluster herstellen können oder nicht so leicht herstellen können. Ja, da gehen Sie dann, müssen Sie dann tatsächlich auf Bit-Ebene runterfriemeln und es ist hier in C++ schon deutlich komfortabler. Ja, wir haben also hier einen Struct-Kunde. Den haben wir nach wie vor, damit man ja, komfortabel damit arbeiten kann. Aber die Kunden, die werden jetzt zerlegt, ja. Also so ein Struct-Kunde, das gibt Ihnen einen einzelnen Kunden vor. Nehmen wir da wieder den James Bond, das wäre hier also 007 Bond. Rabatt 5% und Land 49. Bleiben wir bei der Inkonsistenz, bei dem Ländercode. Ja. Dann wird er zerlegt in einen Vektor mit ID. Das wäre dann hier 007. Dann in einen Vektor mit den Namen, dann der Rabatt und in einen Vektor mit Land. Ja? Sodass wir also hier Kunden, also ein Struct Kunden haben wir dann zerlegt hier in ID. Wir haben einen separaten Vektor für Name, der heißt Datename. Das ist auch Data ID. Und wir haben nochmal Vektoren für, male ich hier unten hin, Vektoren für Rabatt. Und wir haben Vektoren für Land. Ja? Und die sind jetzt zerlegt, sodass der Bond hier 007 Bond. Rabatt 5 und Land 49. Der zerlegt ist, ja, und ein Kunde da einfügen, geht dann, indem wir den auseinandernehmen. Bei Land machen wir das analog. Wir haben hier dann Vektor Data ID, Vektor Data Name und Steuern und so weiter. Ja. Bei Produkt analog, ID, einen separaten Vektor für Name und so weiter. Und für Verkäufe analog. Wir haben Data Kunde, Data ID, Produkt, Datum und Preis. Ja? Und wenn Sie jetzt hier einen neuen Verkauf registrieren, dann wäre das in SQL. Also so würde man ein Datenbanksystem bauen, dass man hier so eine Art Compiler hat, Cross-Compiler zwischen SQL und C++. Hier oben haben wir SQL und hier haben wir C++. Ja? Also so ein Cross-Compiler, der das übersetzt, also so ein Insert-Vorgang wird dann übersetzt in diese C++-Routine, die diese Daten auseinandernimmt. Die 12 kommt hierhin, die 007 hier, 47 11 hier
und 27,5 nach hier hin. Ja? Okay, das wird dann in diesen Vektor hineingepusht. Pushback wird einfach in die jeweiligen Vektoren ans Ende einen neuen Wert einfügen. Wenn Sie da die Collection-Bibliothek oder die STL-Bibliothek von C++ verwenden, dann ist das relativ komfortabel, weil diese Vektoren dann automatisch wachsen. Ja, wenn die voll sind, also wenn Sie hier so einen Vektor haben und wenn der voll ist, nehmen wir an, jetzt kommt ein Pushback und da kommt ein Overflow, dann wird C++ automatisch einen Vektor allokieren, der 1,3-fach groß ist. Ja, und der wird die Daten automatisch dann entsprechend kopieren. Ja, das dauert natürlich dann entsprechend 1,3-fach etwa. Da brauchen wir exponentielles Wachstum. Damit sind wir ja jetzt mittlerweile nach der Pandemie vertraut. Ja, Sie brauchen, in diesem Fall ist das sogar gut, das exponentielle Wachstum, weil Sie dadurch amortisierte Laufzeiten haben, die trotzdem linear oder konstant beim Einfügen eines einzelnen Elements sind, ja, und damit Sie da nicht entsprechend in höhere Komplexitätsklassen kommen. Ja, also wenn Sie n Daten einfügen, dann geht das in O von n, weil Sie hier exponentiell wachsen. Wenn Sie da immer nur, was weiß ich, einen Vektor um 10 vergrößern, dann wäre das nicht mehr möglich, das in O von n einzufügen. Okay, jetzt können wir uns Anfragen anschauen, zum Beispiel die Summierung des Preises von Verkäufen im Jahre 2013, ja, ab 2013, ja, das ist die Jahresangabe in diesem Integer und dann kommt Monat und Tag, ja, also alles, was nach 2013 verkauft wurde, dann geht das auf der Struktur dieser Datenbasen wie folgt. Also wenn wir, also das hier ist wieder SQL, so können sich tatsächlich einen Prototypen eines Hauptspeicherdatenbanksystems bauen. Ja? Also das ist SQL, dann haben wir hier einen Cross-Compiler, der das SQL übersetzt in C++. Ja? Und in C++ sieht das aus, indem Sie die Summe auf 0 setzen. Und dann durch diesen Vektor Data-Datum durchgehen, ja, mit einer Laufvariable i. Hier können wir keinen Iterator verwenden, weil nicht jede, wir müssen uns die Position merken, wo etwas erfüllt ist, ja. Sonst hätte man das auch mit einem modernen Iterator-Konzept machen können. Und wenn dieses Datum fällt an der Position i, wenn es größer als 2013 ist, dann summieren wir oder addieren wir das Data Price, die Data Price Komponente an der Position i auf Summe drauf und dann geben wir die Summe zurück. Ja? Sie können so etwas mal machen, selber auf Ihrem Rechner mal ein paar Millionen oder auch ein paar hundert Millionen, je nachdem wie groß Ihr Rechner ist, Verkäufe einfügen, Länder, Kunden und so weiter und dann mal so eine Anwendung laufen lassen. Und das im Vergleich zu einem Row-Store-Format. Ja? Im Vergleich zu einem Row-Store. Wenn Sie einmal durch den Row-Store durchiterieren und die Verkäufe ab 2013 aufsummieren und dann das im Column-Store machen und dann sehen Sie, dass da ein Faktor 10 in etwa mindestens dazwischen liegt. Ja? Also das ist vielleicht eine ganz schöne Übung. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.